So, einen schönen guten Tag. Wir haben jetzt ein kleiner Break drin gehabt. Wir kommen ja im Prinzip vom Daily Coffee Dose. Aufgrund der aktuellen Ereignisse habe ich gesagt, komm, nimm gerade ein bisschen Überhand, damit halt wir thematisch so ein bisschen safe sind und abgegrenzt sind. Gehen wir hin und machen jetzt eben einen Sonderstream zur Freistellung von Dirk Schuster. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass auch hier, ich habe ja alles neu gebaut, dass der Chat funktioniert. Und yes, oh, Mart, hallo Mart. Was? Ich war vorhin, oh, jetzt hat sich bei mir hier gerade Apple Music geöffnet, was ich nicht öffnen hätte dürfen. Also das ist ja krass. So. Ich war vorhin nicht live dabei, sondern 2 Minuten Versatz, deswegen waren meine Nachrichten ein bisschen off. Ach so, ist doch aber kein Problem. Dana, hallo Dana, wunderbar, ein Stream in der Mittagspause. Komm, hat er angefangen zu arbeiten, hat er schon wieder Pause und beglückt. Fabian Zimmermann, moin. Flo, schönes Intro, siehst mal, was alles auf die Schnelle so machbar ist, ne? Atze, hallo. So schnell werden Gerüchte wahr, hoffen wir, dass es geht, dass es gut geht. Ja, hoffe ich auch. Marc, ich dachte, du bist jetzt Cheftrainer. Wie man sieht, erste offizielle Stellungnahme. Ich nehme das Amt nicht an. Ja, ist uff. Also, um mal ganz kurz die Leute abzuholen. Ihr könnt keine Sprachnachrichten senden, ne? Ich sitze immer noch am anderen Arbeitsplatz, wie man sieht. Hallo Patrick, liebe Grüße. Genau, und jetzt weiß ich auch, dass es cleverer gewesen wäre, dass man im Daily Coffee Dose Preset geblieben wäre. Einen Moment, ich muss das jetzt nochmal schnell live bauen. Nein, das möchte ich nicht. Wie habt ihr jetzt von dieser Geschichte erfahren? Wenn ich fragen darf. So, ich baue noch schnell mein Window-Capture und wenn ich das dann habe, dann geht's rund. Geht's rund. Geht's. Es gibt nämlich viele Kommentare natürlich dazu, ja. Hallo Volker. Weiß man eigentlich schon, wer interimsmäßig übernimmt? Kommen wir gleich dazu. Meine Presets. Wo habt ihr das jetzt oder wie habt ihr das erfahren? War es bei euch auch über den Kicker? Ernst gemeinte Frage. Also außer jetzt, ne? Und das von der PK, wer macht die jetzt? Ich mach die jetzt. Mehr Gewinne. Und Fragen lasse ich keine zu. Kicker und One Football. Okay. Ach, das ist interessant. Da hat One Football auch gleich gepusht, ja? Zu wissen. Ich sag jetzt mal nichts. Oh, ah! Da war's. Ah! Ja, Maaßen steht auch laut Kicker zur Debatte. Ja, ja. Habe ich auch schon gehört. Ich habe, also ohne Scheiß, nachdem ich den Daily Coffee Dose Stream beendet habe, habe ich mich sofort erstens natürlich an die Grafiken da geschmissen. Soll ja auch richtig was hermachen, so ein bisschen was aussehen. Und es ist natürlich so, dass man sich noch so ein bisschen mit Kollegen bespricht. So, hast du das schon gehört? Ach du Scheiße, was ist denn da los? Ja. Also es ist durchaus interessant. Ich bin über die Geschwindigkeit sehr überrascht und
Die Frage muss erlaubt sein, warum weiß es der Kicker vorher? Das muss erlaubt sein. Aber alles andere so. Gut, also schnuppern wir mal rein. Ich glaube, dass man die Kamera dann gar nicht so braucht. Fragezeichen. Machen wir mal einfach auf B. Ich muss gerade noch schnell Shortcuts festlegen. Mache ich auf B. Zick, zack, Hühnerkack, zack, zack. Entschuldigung. Ich mach mal so, dann kriegt er das nicht mit. Bin gleich soweit, keine Angst. Ist jetzt halt aufgrund der Ereignisse schnell, 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 ne? Zack, zack. Und ich bin natürlich sehr interessiert daran zu wissen, wie ihr darüber denkt und was, ja, was euch jetzt so im Kopf vorgeht. Ne? Immerhin haben wir am Sonntag Betzeschwätze und da wäre das ja schon irgendwie wissenswert. So, wollen wir mal ausprobieren, ob es klappt? Naja, okay, der Chat, ich muss euch leider so ein bisschen anpassen. Ich hoffe, das geht jetzt so. Also, ach, guck an. Hallo Patrick, Skimmes-Modelle. Laut DBB wird es maßen. Nicht. Okay, schauen wir mal. Also, der erste FC Kaiserslautern hat eine, ich weiß ja nicht, ob es eine Pressemitteilung war. Ich sag mal Jein, so. Ich akzeptiere mal als Mitglied schnell noch die Cookies. Überschrift, der FCK trennt sich von Dirk Schuster und Sascha Franz. Und zwar ist die Meldung frisch vom 30.11.2023. Das ist jetzt vielleicht so eine knappe Stunde her, also vor diesem Stream. Ja? Oder war es eine halbe Stunde? Ich kann es euch gar nicht mehr sagen. War auf jeden Fall, es ist noch sehr, sehr frisch. Man wird sich die Finger dran verbrennen, wenn man es jetzt anfassen wird. Ja? So, der FCK schreibt, der erste FCK ist Lautern hat mit sofortiger Wirkung Dirk Schuster und Sascha Franz von ihren Aufgaben als Cheftrainer und Co-Trainer freigestellt. Der FCK reagiert mit der Freistellung der Trainer auf die aktuelle sportliche Lage in der Pfalz. Ich lese erstmal vor und danach diskutieren wir, okay? Okay. Nach einer ergebnistechnisch nicht zufriedenstellenden Rückrunde der vergangenen Saison konnte die Mannschaft im ersten Saisondrittel zwar eine positive Serie starten, insgesamt zeigen die Tendenzen aber eine nicht zufriedenstellende Entwicklung auf, sodass sich die Verantwortlichen für diesen Schritt entschieden haben. Dirk Schuster und Sascha Franz übernahmen das Traineramt bei den Roten Teufeln im Mai 2022 und führten den ersten FC Kaiserslautern in der Relegation gegen Dynamo Dresden erfolgreich in die zweite Fußball-Bundesliga. Der FCK bedankt sich bei Schuster und Franz für die geleistete Arbeit und das Engagement und wünscht beiden auf ihrem weiteren Weg alles Gute. Zunächst einmal so diese kleine Rechtschreibekorrekturen muss man noch vornehmen, aber ansonsten ist es halt relativ frisch. Muss man ja ganz klar sagen, von daher galt euch mal da dran nicht auf. Okay. Gut. Was sagt ihr denn zu dieser Meldung vom FCK? Was denkt ihr? Hallo? Klüng, klüng, klüng. Reis hat auch mit Schalke eine Vertragsarbeit. Tja. Wenn wir das immer so... Also jetzt schlägt natürlich die Gerüchteküche richtig auf, ne? Es wird alles richtig heiß. Ich bin wirklich sehr gespannt, vor allen Dingen, weil es so schnell ging. Wie gesagt, Kicker hat es, also bei mir hat es ja der Mert in den, der Mert hat es in den Chat geknallt vorhin bei einem anderen Stream und dann auf einmal, oh, was los so, ne? Hallo Diana, hallo Volker, hallo Gerd. Oje, jetzt wird jeder begrüßt, also ein Ding. Naja, gut, also ich gehe erstmal auf eure ersten Gedanken ein und danach gehen wir mal Schritt für Schritt so durch. Über Daumen nach oben freue ich mich natürlich, klar. Oder über jedes kostenfreie Abonnement hier auf dem Kanal. So. YouTuber Pflicht.
absolviert. FCK Michel, hallo. Aufgrund der Ereignisse zwei Kaffee. Ich habe tatsächlich auch zwei Kaffee in der kurzen Wartepause jetzt zwischen Stream und diesem Stream hier gehabt. Naja, gut. Laut Kicker soll es ja Wimmer werden. Ja, der Standort, das stimmt. So, Volker schreibt, finde es gut, dass Schuster geht. Ich empfinde, er hat, also ich finde wahrscheinlich, vielleicht irgendwie so Rechtschreibkorrektur oder so, er hat oft in letzter Zeit etwas merkwürdige Entscheidungen getroffen in der PK nach dem Pardon, aber jetzt habe ich keinen Kaffee mehr und das ist jetzt das Ergebnis. In der PK nach Kiel, nach Kiel-Spiel wirkte er ratlos. Will ich so nicht sagen, aber ich habe auch gesagt, ich kann es euch nur nicht mal sagen, wo. War es in Daily Coffee Dose am Montag? Ich glaube ja, ne? Dass er irgendwie sich unglücklich ausgedrückt hat. Also ich weiß nicht, ob das so jeder verstanden hat. Ach du Scheiß. Alter, ich bin ja voll angefangen zu husten. Jetzt laufen mal die Tränen. Hat nichts mit dem Trainer zu tun jetzt, ja? Nicht falsch verstehen. Außer der Dirk guckt zu, der ist nur für dich. Quatsch. So, Spaß beiseite. Ernst genug das Thema. Dana schreibt, bin mir noch nicht so richtig sicher, was ich davon halten soll. FCK Michel hat noch geschrieben, Schuster hat die Mannschaft nicht mehr verbessern können. Das ist die große Frage, weil woran legen wir das denn jetzt fest? Ne? Aber dazu kommen wir jetzt gleich noch. Ja, ich gehe noch weiter durch. Ich wurde auch da kalt erwischt, hatte es gerade im Kicker gelesen. Mir war klar mit Schuster, schreibt A wieder der FCK Michel, falsche Mannschaftsausstellung. Manuel findet den Zeitpunkt unglücklich gewählt vor dem wichtigen Spiel in Magdeburg und dem Pokal. Hätte die Flinte nicht so schnell ins Korn geworfen. Mhm. Oh, Moment. Ich muss mal gerade jemand informieren, dass ich live bin, weil das ist jetzt ungünstig. Mensch, komm doch in den Chat. Okay, weiter geht's. Manuel schreibt Hallo Gerd, Gerd schreibt Hallo Manuel. So, werden die wichtigen Dinge jetzt hiermit abgehandelt. Gut, findet eigentlich die Pressekonferenz um 13 Uhr statt. Keine Ahnung, werden wir erleben. Ich bastel schon nebenbei am Audio-Device-Scheiß. Ihr wisst ja, was das heißt hier auf dem Kanal. Funktioniert prinzipiell immer alles, aber ob es dann letztlich doppelt und dreifach zu hören ist, das weiß ich nicht. Ach, du liebes bisschen. Ach, du Scheiße. Ich habe gerade etwas gelesen, was mich natürlich nicht erfreut. Uff, Heiderösel. So, okay. Gleich mal gucken, was das für ein Scheiß war. Ey, Connor, servus! Flo, Gerd. Okay, gut, habe ich also nichts verpasst. Der FCK reagiert auf die aktuelle sportliche Lage in der Pfalz. Findet ihr, dass es sportlich aktuell sehr schwierig ist bei uns? Pressekonferenz wurde abgesagt, gab der Verein offiziell bekannt. Alles klar, Palatinabub. Palatinabub. Okay, Hallöchen, herzlich willkommen. Ich glaube, wir haben uns hier auf dem Kanal noch nicht gesehen. Oder gelesen. Ups. Gut, aber ist ja klar, über was willst du denn jetzt so PK machen oder so? Ich weiß es nicht, ob es wirklich stimmt. Kann man aber durchaus vorstellen, dass es heute unmöglich beziehungsweise zum jetzigen Zeitpunkt großartig Fragen zum Spiel gibt, außer wer sitzt denn auf der Bank? Und wie geht man das Ganze jetzt an? So, ne? Lieber Knecht, der alte Scout. gut. Gehe ich mal weiter. Also findet ihr, die sportliche Lage gibt einen sofortigen Trainerwechsel her? Ist das jetzt so für euch
nur die logische Konsequenz. Ohne Trainer wird eine PK ein bisschen schwer. Ja, das stimmt. So, also wo ich dabei bin, und das habe ich auch zu Beginn dieser Runde gesagt, dass man durchaus, und da hieß es ja, ja, du kannst ja nicht die Rückrunde der letzten Saison nehmen als Gradmesser. Doch, muss man, weil es zum Teil der Entwicklung gehört. Da lässt man nämlich einen positiven Trend ausrufen oder man beschreibt einen positiven Trend, muss man den ja auch argumentieren. So. Und die wird hier eben auch genannt als Grund. Nach einer ergebnistechnisch nicht zufriedenstellenden Rückrunde in der vergangenen Saison konnte die Mannschaft im ersten Saisondrittel eine positive Serie starten. So, damit haben sie recht. Ja? Gut. Insgesamt zeigen die Tendenzen aber eine nicht zufriedenstellende Entwicklung auf, sodass die Verantwortlichen für diesen Schritt entschieden haben. Ich weiß nicht, dass ich, deswegen machen wir ja den Stream so, um uns auszutauschen, ja. Ich finde es relativ normal, dass man schwache Phasen in der Saison hat, dem stimme ich zu, weil stell dir mal vor, wenn du 3 Spiele oder 4 Spiele in Folge verlierst, deswegen schwingt bei mir noch eine ganz andere Frage mit, aber ich bin mal gespannt, ob sie vielleicht auch gleich hier im Stream bzw. im Chat genannt wird. Vor allem, weil wir mitten in der Umstrukturierung sind. Mhm. Also wir verbessern Stück für Stück den Kader. Das ist das, glaube ich, was du meinst, Patrick. Stimmt. Ja, der Wechsel macht gerade jetzt Sinn vor der Winterpause. Das habe ich nicht mit Zeitpunkt gemeint. Hi, Andissimo. Ja, dass es nicht die erste schwierige Situation ist und es war leider keine Besserung zu erkennen. Und jetzt schien wieder 4 Niederlagen. Achso, jetzt schon wieder 4 Niederlagen und auch die Art und Weise macht doch Sorgen. So, also die 4 Niederlagen sehe ich erstmal natürlich nicht gern. Das ist gar keine Frage für mich. Also das ist das, was sich bei mir so abspielt im Kopf. Außer das Äffchen mit dem Becken, dass die ganze Zeit so die Becken aneinander haut, ist, dass ich irgendwie die Niederlagen nicht als Grund sehe. Also ich kann es mir nicht vorstellen, einen Trainer sofort freizustellen, wenn es an 4 Spieltagen einfach scheiße läuft. Sehe ich nicht so. Vor allen Dingen hat man ja dann noch ein sehr durchaus positives Pokalspiel gegen Köln. Aber ja, so die Art und Weise. Deswegen würde ich den Grund, also das ist kein Fakt, muss ich gleich dazu sagen, ne, dass sich irgendjemand hier was erdreistet, herauszulesen, was nicht der Fall ist, fragt nach, wenn er was nicht versteht. Für mich sieht es dann durchaus so aus, als wenn da eventuell andere Vorkommnisse stattgefunden hätten. Beispielsweise könnte es sein, wie umschreibt man das? Er hat die Mannschaft nicht mehr erreicht. Das ist, glaube ich, so der bekannteste Spruch im Fußball. Oder war vielleicht noch fast dran an den Gerüchten, dass es zwischen Schuster und Hängen na gut, aber Diskussionen finden doch immer statt. Und wenn man sich weiterentwickelt oder so, und dann gehören Diskussionen dazu. Wir diskutieren ja auch wöchentlich im Wetzeschwitze so. Und wir streiten ja nicht. Also Streit und Diskutieren, das sind 2 Paar Schuhe. Und wenn man sagt, ja, von Diskussion sogar Streit, ja, das sind 2 Paar Dinge so. Aber war da was vielleicht was dran? Wer weiß. Ja. Aber nur die 4 Spiele sehe ich nicht als Grund. Wo war ich denn? Hier. Überrascht war ich nicht, nachdem Thorsten am Wochenende im Stadion war und dieses Hin und Her um die Personalie Clement. Stimmt, das schwingt ja auch schon länger in der Gerüchteküche umher. Clement spielt nicht. Was ist jetzt mit Clement? Wird er auf der Bank versauern lassen? Warum ist er nicht im Kader? Haben wir alles erlebt, ne? So. Das könnte auch durchaus eine Rolle spielen, ja. Könnte. Keine Fakten.
Ich erwähne das jetzt aber nicht mehr so oft. Ich glaube, dass jeder, der hier zuguckt und zuhört und fähig ist, einen PC zu bedienen, schon in der Lage ist, das richtig einzuordnen, was man so jetzt diskutiert untereinander. Manuel schreibt dann noch, man muss auch berücksichtigen, dass uns im Moment die wichtige Spieler nicht zur Verfügung stehen. Okay. Es kommt auch immer darauf an, wie eine Mannschaft verliert. Das stimmt. Also Mannschaft kann verlieren, wenn sie denn gekämpft hat. Ne? Das ist so das Beispiel, das du meinst. Ja. Das stimmt. Ja, aber kämpfen und abmühen, ne? Das sind also zwei separate Dinge. Und wenn sich eine Mannschaft abmüht, und dann bin ich dann durchaus bei dir, Folger, wenn sich eine Mannschaft nicht durchkämpft oder durchbeißt, sondern eher durchquält und abmüht und kaputt ist und trotzdem nicht vorankommt, dann stimmt wohl was nicht. Ja. Es wurde halt auch einiges an Geld in die Mannschaft gesteckt. Oh ja. Und es wurde nicht wirklich besser. Na doch, finde ich schon. Also die Kaderverbesserungen, die haben schon gegriffen, wie ich finde. Die Neuzugänge haben, na gut, bis auf Achimut, da wissen wir ja jetzt nicht, wann spielt der jetzt und so. Finde ich schon, dass die, doch. Es wurde schon besser. Unser Spiel hat sich doch durchaus weiterentwickelt, finde ich. Und verbessert. Außer jetzt eben zuletzt so. Dass die Auftritte scheiße waren, ich glaube nicht, dass wir da jetzt großartig diskutieren müssen und eine Fußballanalyse machen müssen, oder? So. Vor allem, dass man diese erschreckende Abwehrschwäche nicht in den Griff bekommt. Das Kuriose ist ja, wir haben ja im Vorfeld eine Offensivschwäche gehabt, die haben wir jetzt beseitigt, jetzt aber wiederum versucht man so auf Krampf, auf Abwehr zu spielen, da habe ich vorhin mit Patrick noch gesprochen drüber, dass jetzt aber die Abwehr irgendwie total verkrampft und einfach nicht funktioniert. Himmel, Arsch und Zwirn. Entschuldigung. Kurzer Kurs aus der Mittagspause, bin schockiert. Ramona, jetzt hör mal auf zu heulen. Alles wird gut. Und liebe Grüße in die Mittagspause. Volker schreibt, denke, da ist was vorgefallen innerhalb der Mannschaft, dass sie mit ihm nicht mehr klarkommen soll, das heißen. Ne? So. Die vier Niederlagen können doch nicht der Grund für eine Trainerentlassung sein. Da muss was anderes vorgefallen sein, denke ich. Ja, vielleicht. Eventuell gab es sehr viele Konflikte und sie hatten das gut gestalten können. Ich glaube, wenn es sehr viele Konflikte gab, wie du schreibst, hätte man das durchaus irgendwie wahrgenommen. Weil was heißt denn sehr viel? Guten Morgen in die Runde. Halt's Maul! Also ich glaube nicht, dass es so lief. Das heißt sehr viel. So, das ist Interpretationssache, finde ich. Bei Antwerpen wurde auch nicht lange gefackelt. Nur mal so nebenbei erwähnt. Doch, Gerd. Da wurde lange gefackelt. Es musste auch lange gefackelt werden, weil ein positiver Trend dann plötzlich auftrat und es nach oben ging. Weil Marco Antwerpen hatte man damals durchaus schon angezählt gehabt, wie man so gehört hat, wenn es denn stimmt. Ja, da muss man aufpassen. Aber die Entlassung die Personalie Antwerpen, die stand schon früher im Raum. Und dann kam das Spiel gegen Mannheim, falls sich daran noch jemand erinnert. Und hängen seine Entlassungen, kennt man ja seit Antwerpen, sehr direkt und emotionslos. Ja gut, sehr, sehr direkt und emotionslos. Guck mal, wenn ich jetzt der Chef wäre, oder umgekehrt, wir hätten jetzt einen Disput auf Business-Ebene so, würde das die Freundschaft gefährden oder so? Oder würde das irgendwie einen Pluspunkt geben? Ich finde, dass eine private Freundschaft so keinen großen Einfluss haben darf auf das Geschäft. Weil Geschäft ist nun mal Geschäft. Also das muss man schon irgendwie, wenn man Profi ist, dann muss man das schon differenzieren. Aber hey, so what? Hallo, René! Hast du recht gehabt? Nee, das hier sind alles Vermutungen. So sieht's aus. Ich find's gut, dass das der Connor nochmal geschrieben hat. Dann muss ich es nicht irgendwie alle 10 Minuten wieder vorrülpsen.
Der Patrick Heinz schreibt noch, Fritz Fuchs sagte doch so ungefähr, wir haben einen der stärksten Kader. Ja, stimmt, hat Fritz Fuchs gesagt. Mehrmals im Übrigen. Ich habe es dann nochmal in der, was war das damals, Rheinpfalz, glaube ich, gelesen, wo ich gedacht habe, oh weh. Da ging es irgendwie um, man darf die Jungs nicht unter Druck setzen und auf deiner Seite sagt er, man muss aufsteigen mit diesem Kader. Fand ich jetzt auch nicht so ganz, also Druck nehmen, aber dann vom Aufstieg reden. Aber auf der anderen Seite ist er aktuell kein Amtsträger beim FCK. Somit auch haben die Worte eher weniger Gewicht, weil es nicht von offizieller Seite kommt. Also muss man es dann ernst nehmen, ne? So, also so, wenn es jetzt um das Thema Druck geht, ja. Gehen wir mal weiter im Text. Das mit der Winterpause ist charmant wegen der Vorbereitung für die Rückrunde. Ja, okay, gut. Wenn man jetzt, natürlich muss man ja jetzt mit den Fakten leben. So. Apropos Fakten leben, Dankeschön für jeden Daumen nach oben. Ich muss mich daran echt gewöhnen. Ich bin da, ich mache jetzt so lange YouTube und kann mich mit dieser Scheiße nicht. Naja, gut. Das Spiel gegen Kiel war das erste, in dem ich das Gefühl hatte, dass die Mannschaft nicht alles gibt. Alles andere, was alle anderen Spiele hat man die Mannschaft immer, hat die Mannschaft immer alles gegeben und versucht zu gewinnen. Okay. Gegen Kiel hatte ich das Gefühl, und da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass, Fürth war das ja schon. Das war ja Fürth. Du hättest weiterspielen können und es wäre und wäre nichts gelaufen. Also Fürth, das muss das Spiel gewesen sein nach unserem Pokalspiel, das wir positiv gestalten konnten. Ne? Um 14 Uhr gibt es eine Interviewrunde mit Thomas Heng. Oh, cool. Da bin ich sehr gespannt. Und gegen Kiel war es wirklich irgendwie grauenhaft. Richtig grauenhaft, der einzige Spieler, der da richtig sich reingeworfen hat, meiner Meinung nach. Und das hat aber jetzt nichts nur mit dem exklusiv mit diesem Auftritt gegen Kiel zu tun, sondern auch die Spiele zuvor. Du hast eine richtige Leistungssteigerung bei Nihus gesehen. Ich weiß nicht, was mit dem Kerl los ist, aber anscheinend lohnt sich ja die Arbeit gerade so für ihn aus. Und der holt gerade so richtig alles aus sich raus und das freut mich dann also wirklich ungemein für Nihus, dass er jetzt so glänzen konnte. Nur schade ist es, dass die Leistung jetzt so untergeht, weil das komplette Team leider, sind wir mal ganz ehrlich, gegen Kiel zumindest versagt hat. Eieiei. Meine Trauer hält sich in Grenzen und Schuster wird bald Trainer in Karlsruhe. Verwende ich meinen Arsch drauf. Hätte ich Interesse an deinem Arsch, würde ich mitwetten, aber lass mal gut sein. schön Niveau im Keller oben, 12.50 Uhr, toll. Stimmt, wir hatten sehr gute Auftritte, aber standen defensiv nicht gut. Klar ist dieses Thema des Trainers, aber Hengen und Schuster haben den Kader zusammen definiert. That's the point. Grundsätzlich hätte ich gerne Konstanz in der sportlichen Leistung. Konstanz ist doch aber auch nur statt. Schlechter Witz. Und ich entschuldige mich dafür nicht. Hauptsache, ich finde es lustig. So. Ramona macht nicht den Larry und nimmt es hin wie eine Teufelin. Okay, weil sie den Wein-Smiley vorhin gepostet hat. Vorsicht, Connor, den brauchst du sicher noch. Das hat er auch schon. Ich war erschrocken über die Nichtleistung vom Sonntag. Ja. Ja, wirklich. Da bin ich ganz bei euch. Gar keine Frage. Und wie gesagt, ich finde es scheiße, dass die Weiterentwicklung und die positive Weiterentwicklung und der positive Einsatz von Nihus somit irgendwie total untergeht. Das fand ich echt schade. Und natürlich umso mehr, dass wir einfach Punkte hergeschickt haben, wenn er nicht mag. Aber gut, ist jetzt auch nicht so das Thema. Mit der Entlassung spielt sicher auch der Punkteschnitt von 1,09 im Jahr 23. Ich denke, Don Hengen.
ich habe Probleme, Palatinabub mit dem Don hängen. So, lass das mal bitte weg. Don hängen. Ach, hey. Hat das ja schon mal gehört. Ja. René schreibt, was habe ich im Sommer auf die Ohren bekommen, als ich sagte, man muss nach dieser schlechten Rückrunde den Trainer wechseln. Jetzt kam der Einbruch schon in der Vorrunde. Der Wechsel jetzt kommt hoffentlich rechtzeitig. Hallo Marco! Vorteil ist ja auch, dass Schuster seinen Vertrag ausläuft. Stimmt, der wäre im Sommer, ne? Im Sommer läuft er aus. Somit bleibt er nicht wirklich lange auf der Payroll. Also ein halbes Jahr kann man irgendwie verkraften, denke ich. Und wenn der Gedanke nicht schon längst da gewesen wäre, hätte man schon verlängert. Könnte sein, könnte aber auch sein, dass das jetzt eben kurz vorm Anstehen gewesen wäre und man das auf der JV dann verkündet hätte, dass man wieder mit dem Trainer verlängert. Also wäre jetzt nicht der erste Vertrag, der dort verkündet wird, ne, dass er halt verlängert wurde. So, der Rote Teufel 82, ach, lange nicht mehr hier gesehen. Grüß Gott. Geschäft und Freundschaft muss man trennen, jawohl. Mich gibt es auch erst seit ein paar Tagen, also unter meinem Künstlernamen. Daher kennen wir uns noch gar nicht. Oha! Ja, aber kenne ich dich mit deinem normalen Namen oder so? Keine Ahnung. Jetzt ist YouTube wieder gerade am Rumspacken. So, ich finde es ja gut, dass Hängen so emotionslos und geschäftlich handelt. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es mir auch scheißegal, ob die zwei jetzt irgendwie persönlich Streit haben. Also, ich finde es halt gut, wenn man einfach so klare Verhältnisse schafft. Das darf gar keinen Einfluss aufs Geschäft haben. Aber da wiederhole ich mich halt. Eventuell war das Spiel in Düsseldorf der Knackpunkt mit der Entscheidung, das Spiel weiterzuführen. Oh Mann. Das Düsseldorf-Spiel, das oft diskutierte Düsseldorf-Spiel. Was wären eigentlich die Konsequenz? Nee. Die Hintergrundmusik sollte eigentlich leiser sein. Warum? Hat sich's jetzt gebessert? Jetzt das Musikthema ein bisschen besser. Aber ich kann mich selbst nicht mehr lauter stellen. Also ich bin laut. Vom Grundsatz her schon bin ich laut. So ist es angenehmer auf den Ohren. Ja, das freut mich, wenn es für dich dann angenehmer ist. Ach hey. So, bitte. Und danke fürs Feedback. Das ist sehr wichtig. Ich habe das Formular erst jetzt gebaut. Ja, Formular sage ich dieses... Wie heißt das eigentlich hier? Ah, ist egal, ich lenke mich selbst gerade wieder mit Technik ab. Ist immer schlimm. Eventuell war das Spiel, genau, ja, mit Düsseldorf, also da bin ich jetzt so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ey. War Ache nach diesem Flaschenwurf wirklich so beeinträchtigt, dass er nicht weiter hätte spielen können? Das ist so die Frage, die ich mir seitdem stelle. Und das, die einen sagen, ja, ganz klar, der war ja total neben der Spur. Das haben sie aber erst nach Abpfiff gesagt und nachdem wir eben das Spiel so aus der Hand gegeben haben. Ne? Weiß ich nicht, ob man da... Ne? Was meint ihr, welcher Trainer kommt? Sprechen wir gleich drüber, ja? Schlimmer geht's wimmer. Machst du mir aber einen Gefallen, bitte, weil ich das irgendwie total anmaßend finde. Nenn dich nicht FCK 1900 e.V. Versteht man warum? Oder muss ich es erklären? Guck mal, es gibt so viele Nicknames, such da doch bitte einen anderen aus. So, das suggeriert, wie wenn das jetzt irgendwie der offizielle Account vom e.V. wäre und das ist er nicht. Okay? Finde ich irgendwie, naja, komm. Aber der Spruch war gut. Nachfolgekandidaten Wimmer und Maaßen im Gespräch. Jawohl. Der Connor lacht. Warum auch immer. Ich hätte es nach Magdeburg erwartet, falls es schiefgegangen wäre mit Schuster. Du wirst lachen. Ich habe auch gesagt, jetzt so im persönlichen Umfeld, im schwierigen Umfeld, habe ich gesagt,
Magdeburg. So, ich hätte, also, weil es ja schon, wann haben wir drüber gesprochen? Ich glaube, vorgestern oder so. Nicht online natürlich. Meinst du, da ist was dran mit, ne, Schuster raus und so? Denke ich, naja. Also, die Entwicklung ist zwar jetzt nicht gerade glücklich gelaufen. So. Die Entwicklung ist zwar da, ich finde schon, dass die Mannschaft sich verändert hat, aber jetzt aktuell wieder so einen Abwärtstrend hat. Und je nach Intensität, also ich würde mir ja Minimum noch ein oder zwei Spiele geben. So, ich kann euch jetzt aber halt auch nicht sagen, irgendwie, ist es jetzt richtig, hätte man Schuster noch eine Chance geben sollen. Ja, nein, vielleicht. Es gibt halt im Prinzip zwei Lager, ne? Die anderen sagen, ja klar, liegt doch auf der Hand, ihr Trottel. Ja, da werden sie auch immer gleich pampig. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Leute, die sich fragen, ja, auf jeden Fall. Und ich bin irgendwie so in der Mitte und frage mich ja, hätte man sollen, ne? Wie ist jetzt so eure Meinung zu? Oder ich finde, dass das nicht so richtig glasklar ist, weil es nochmal gesagt, 4 Spiele und zuvor lief es gut so. Okay, gut, ich gehe mal weiter im Text, ja. Ich hoffe, dass Clement und Zimmer nicht mehr spielt von an. Was? Also FCK, Michel. Meinst du, dass du hoffst, dass Zimmer nicht mehr von Anfang an spielt und dafür Clement? Und glaubst du wirklich, dass es daran liegt? Also falls ja, das musst du mal aber genauer erklären, weil da komme ich nicht mit gedanklich. Ich wäre für Pele Wollitz. Ey, du musst mal gar nichts erklären. Lass gut sein. Lass gut sein, Michel. Nicht bös gemeint. Ich will aber auch mal Spaß haben. Und wenn man kommt mit Wollitz, raus. Nee, Quatsch, kannst ruhig hier bleiben. Ich wäre für Wollitz. Ja, auf. Oh, Hubschrauber. Suche mich wieder. Gott sei Dank bin ich drin. Seit wann gibt es 2 sorglose FCK-Winter in Folge? Auch da kann ich nicht ganz widersprechen. So. Als ob ich Wimmer bei uns sehe. Aber ob ich Wimmer bei uns sehe, also hoffentlich kommt Klose nicht. Oh Gott. Ja, gut. Michel, berechtigte Zweifel, so, ne? Mir war fast klar, dass du mit Don Hängen negativ auf. Nee, nicht negativ. Ich mag nur den Begriff nicht, weil es gibt ja heutzutage einfach nur noch Extreme. Entweder extrem gut oder extrem scheiße. Und ich finde dieses Hochjubeln von Menschen, die einfach nur ihren Job gut machen. Und das muss man loben, so. Ist gar kein Ding. Aber gleich so eine, was ist so eine Vergötterung sofort ausrufen, das finde ich irgendwie schwierig so. Ich bin ehrlicherweise auch kein Fan davon. Dann schreib's doch nicht! Ja, so ist es angenehmer auf der Nummer. Ah, okay. Kurz ist frei. Stimmt. Hätte auf der Weihnachtsfeier schon mal gesagt, ich spiele. Oh, Connor, du bist so ein Arsch. Nach dem Spiel in Düsseldorf. Ja, ich weiß, er hat sich vertippt. Und? Gab es nur noch ein gutes gegen den HSV? Danach ging es leider bergab. Naja, ich glaube, gegen den HSV hätten wir auch noch gewinnen können, aber das ist tatsächlich so eine Nummer. Ja, doch, das Spiel gegen den HSV war eigentlich auch gut. Ich bin auch immer gegen Trainerentlassungen. Naja, ich bin kein Fan von Entlassungen von Trainer, die irgendwie so übers Knie gebrochen werden. So. Aber dass irgendwann mal ein Trainer oder ein Trainerteam entlassen werden muss, das, also die Frage stellt sich ja nicht. Das ist ja okay so. Ja, wenn es dann nicht läuft, immer sofort, also dagegen wäre ich. Ja?
Oder bin ich? Prinzipiell. Weil wer ist denn dran schuld, wenn es nicht läuft? Der Trainer. Hinterfragen die meisten dann eher mal so den Kader oder so? Nee. Also jetzt nicht auf uns gemünzt, sondern allgemein betrachtet. Marc, deine süße Stimme in meinen Ohren ist doch immer eine Freude. Oha, wer schreibt denn das? Ach so, nur der Frank. So, ich dachte jetzt, oh, Frau. So, ja, naja, super. Das war ja klar. Früher haben die Frauen immer gesagt, oh, Marc. Und heute sagen sie, oh, Marc. Also die Worte sind noch gleich, aber die Betonung ist anders. Aber gut, solange sich der Frank freut, ist doch alles super. So, Patrick Heinz hat nochmal geschrieben. Da man beim FCK langfristig etwas aufbauen will, spricht einiges für einen Konzepttrainer. Wollen die Investoren aufsteigen, wird man eventuell einen großen Namen wählen. Lieberknecht war ja im Stadion. Ja, aber Thorsten war ja nicht das erste Mal bei uns im Stadion. So, das ist halt jetzt zum Zeitpunkt schon auffällig. Okay, könnte ich verstehen, dass man das so interpretiert. Ich meine, warum auch nicht? Natürlich kann man das so interpretieren. Man darf es nur als Fakt verkaufen. So. Es liegt doch auf der Hand. Nee, es liegt nicht auf der Hand. So, Thorsten war schon vorher gelegentlich mal im Stadion. War er hinne in der Ebene 1900 beispielsweise gelegentlich mal anzutreffen. Marcin hat aus FCA verdammt wenig rausgeholt. Also ich habe jetzt ehrlicherweise keine Statistik oder sowas vorliegen. Düsseldorf hat immer noch keine Strafe. Tja, die will ja angeblich immer nur nicht, wer die Colaflasche geworfen hat. Obwohl so viele Kameras in das Stadion heutzutage verbaut sind. Ist schon komisch. So, ob mit oder ohne Ache, darfst du ein Spiel wie Düsseldorf und gegen den HSV nicht so aus der Hand geben. Und ich sag ganz ehrlich, Roter Teufel 82, das nur an einem oder zwei Spieler auszumachen, ist mir ja zu billig. Ist mir einfach zu billig. Da kann auch keiner sagen, ja, wir spielen ja immer noch das System, wie wenn Ache auf dem Platz wäre. Also bei aller Liebe, ich glaube nicht, dass die Leute auf der Bank sowie die Leute auf dem Platz so dumm sind. Das wissen die auch. Deswegen finde ich das irgendwie. Ja. Also da bin ich bei Roter Teufel 82 so. Auch wenn deine Leute da eben krank sind, das darf niemals an einer Personalie abhängig gemacht werden. Es sind ja mehr Spieler auf dem Platz, die spielen können. So. Versteht man das e.V.? Ja, ja, genau. Also prinzipiell habe ich nichts dagegen, so ist ja alles gut. Jetzt lass doch im Hintergrund die Fahrstuhlmusik aus Heinz-Berger-Folge laufen, die im Hotel stand. Ja, ja, genau. Ich würde mich über Stefan Kunz freuen. Nee, ich nicht. Also nicht als Trainer, bitte. So, lass mal gut sein. Kunz bin ich auch dafür, okay. Ich nicht. Ich sehe vielleicht jemand anders so. Also den ich gern hätte. Außerdem, so wie aktuell getitelt wurde, so mit ehemaligen Polizisten oder ehemaligen Teufel, die jetzt Polizisten sind, ist es ja aktuell auch so ein bisschen schwierig, das Thema. Ich finde das Banner immer noch kacke. So. Alle bloß nicht Kunz, bitte, bitte nicht. Alter Manuel, beruhig dich. Aber als ehemaliger Boss würde er das eh nicht machen. Oh, das weiß ich nicht. Und dann vorm Pokalspiel entlassen. Das wäre nicht gut gewesen. Und Nürnberg ist halt wegen dem Finanziellen wichtig. Ja. Kunz, aber nur mit grünem Wald. Einer muss ja die Präsentation. Sehr gut, René, sehr gut. Da bin ich beider. Also wenn Stefan Kunz Cheftrainer wird, dann nur mit Grünewald als Co-Trainer. Da ist das Dreamteam wieder auf dem Betze, ja. Ah.
Wie viel Uhr haben wir dann? Gerade im Moment, ich mache gerade mal die PowerPoint fertig. Der FCK hat doch Zimmer ein paar Punkte zu verdanken diese Saison. Ja, ich verstehe das Bashing gegen einzelne Spieler prinzipiell nicht. Es ist auch keine Meinungsäußerung, wenn man Leute einfach so beleidigt. Das ist einfach nichts. Gut. Urs Fischer, aber leider nicht realistisch. Klaus-Peter kann nichts. Wir singen Klaus-Peter kann nichts. Oh Gott. Oh Gott, war das wild. Das war immer alles so wild. So, gut. Die kleinen Handy-Tasten und meine dicken Finger. Ach ja, Tippfehler sind Special Effects. Ist okay, Ding. Urs Fischer oberhalb unserer Gehaltsklasse. Ja, aber wer legt denn das fest, was man bezahlen könne? Ich meine, angenommen, guck mal, wir sind ja jetzt Investorenverein, das muss man mal ganz klar sagen, beziehungsweise Investorenclub. Wir haben Investoren da und wenn die jetzt sagen würden, sie geben so und so viel Millionen nochmal aus, würden wir da Nein sagen? Würden wir da echt Nein sagen? Ich weiß nicht. Jetzt mal davon abgesehen, was ich davon halt. Ja? Also da bitte. Na gut, komm, egal. Jeder Trainer weiß bei der Verpflichtung, dass der Weg früher oder später zu Ende ist. Ja, wie Fußballspieler halt auch, ne? Die Mannschaft kann doch zweite Liga, wieso läuft das zurzeit nicht? Ja genau, wenn ich die Antwort hätte, hätte ich die Antwort im FCK schon gegeben. Labbadia und Kurz als Co-Trainer wäre der Spielerfrauentraum. Oh Gott, nicht. Oh Gott, ey Connor, was nimmst du gerade aktuell? Ist mal um die Uhrzeit schon voll? Irgendwo vom Weihnachtsmarkt? Frühschoppe? Glühwein? Frühschoppe Glühwein? Also unter diesen Umständen war dieser Saison Stadionbesuch schon eigenartig. Achso, von Lieberknecht. Ja. Aber dir wäre auch okay. Oh, für mich auch nicht. Für mich sind die Namen zu alt einfach. Ich weiß nicht, ich will jetzt AK Blut junger Spritzer-Dositz haben mit einem Laptop. Das hat man ja schon mal. Sowas würde ich auch nicht wollen, ja. Aber halt aber auch nicht irgendwie so Interimsmäßig vielleicht so, ne, so als Übergang für so ein halbes Jahr, okay, aber wobei ein halbes Jahr auch nicht über so einfach mal so wäre. Ach, wir werden es sehen, Leute. Ey. Eventuell stand die Mannschaft auch unter Schock wegen dem Flaschenwurf, aber ist natürlich nur eine Vermutung und niemand weiß, wie der Einzelne sowas verarbeitet. Ich bin da jetzt gerade mal echt volle Möhre bei Connor. Ted Lasso ist die Lösung. Der Wimmer will ich nicht. Der rollt so mit dem R. Gestern noch. Ja, oh, das Banner könnte ich mal auch vorstellen. Ohne Mist. Marc, leider ist Tim Walter immer noch beim HSV. Ist ja sicher ein Traumtrainer. Wettpropheten, raus! Raus! Tim Walter, ey. Ey, sagt der doch echt mal, wir haben sogar Hamster, der Fritz heißt. Seitdem kann ich den so richtig gut leiden. Unfassbar. Boah, werde ich gerade sauer. Aber ich werde besänftigt, wenn ich sehe, wie viel hier einen Daumen nach oben hinterlassen haben. Vielen lieben Dank dafür. Felix Magath ist frei. Oh Gott, Quelix. Oh Gott. Nee, also ich denke schon, dass der eine oder andere noch ein bisschen an seiner Leistung arbeiten kann, aber ihn jetzt so bestrafen mit Felix Magath als Trainer, ich weiß ja nicht, ob man Leute trainieren muss, lassen muss, bis sie kotzen. So, ich. Puh. Wollen wir Mutter Panewitz anrufen? Mal gucken, was er dazu meint. So, ist es realistisch? Macht da voll viel Spaß, oder Magath zu trainieren? Ah, schwierig. So, ihr Lieben, viel Spaß noch beim Austausch über das, was war und was sein kann. Muss leider wieder meine Arbeit mitnehmen. Meine Pause ist um. Roter Teufel 82. Schön, dass du da warst. Bis bald und einen hoffentlich noch gelungenen Donnerstag. Gary wäre doch geil. Gary ist prinzipiell, denke ich, immer geil so. Also nicht im Sinne von rattig, sondern von, ne, so.
Aber als Cheftrainer einer kompletten Mannschaft, wollen wir Fußballmannschaft oder wollen wir irgendwie ihr Prügeltrupp? So. Da bekommt der Fanggesang, macht sie platt, schießt die aus der Stadt, ein ganz neues Bild im Kopf. Ja, das ist nicht gut. Also Gary wieder da, das ist so nostalgisch Gründe. Na? Banjo! Hallöchen. Der Manuel Candelori hatte Dirk Schuster freigestellt. Deswegen müssen wir jetzt den Stream machen. Peter Neururer oder Felix Magath? Oh, Neururer hat, glaube ich, so eine Abneigung gegen uns. Nee, lass mal gut sein. Schon mal Reloaded klappt ja in Duisburg vorzüglich. Ey, der war, also wirklich, das, was ich so aus beiden Kreisen da gehört habe, ne, ich kenne ja da ein paar Fans aus der Szene dort. Also, nach zwei Spielen wollte man den am liebsten schon. So, neuer Versuch. In der Hoffnung, dass es jetzt geht, keine Ahnung, ich habe einfach Stream neu gestartet. Jetzt geht's anscheinend wieder, ja. Unheimlich. Wo waren wir dann? Achso, genau, mit Schommers und so. Ja, gut, komm, streichen wir jetzt das Thema. Maaßen kommt nicht. Er wird sich im neuen Jahr erst einen neuen Verein suchen. Wurde eben gemeldet. Okay. Wo? Beim Kicker wieder? Oder? Ich bleib trotzdem noch ein wenig. Okay. Wettpropheten ist ja öfter da. Okay, alles klar, jetzt wird der erste geblockt. So, weg, weg mit dem Bangert. Aber komm, gehen wir nochmal hoch in den Kommentaren. Welcher Trainer wäre denn dein Kandidat? Also am allerliebsten, wenn man sich irgendjemanden aussuchen darf, würde ich ganz klar Marco Kurz sagen. Marco Kurz. Das wäre mein Wunsch, aber der Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. Weiß ich schon. Alles gut. Gehen wir jetzt mal von den seichten Gerüchten aus, so, dann wäre ich mit Lieberknecht, also Thorsten halt, ja, auch zufrieden so. Aber das, wir werden das alles erleben, so, was kommt und so. Ich ging ja jetzt nur um meine Wunschkandidaten, das wäre an allererster Stelle natürlich Marco Kurz, weil wir halt gemeinsam eine grandiose Zeit beim FCK so erlebt haben. War ja zu dem Zeitpunkt da und habe die Medienabteilung unterstützt und so, ne? Also hier mit FCK-TV. Und zuvor habe ich meinen Dokumentarfilm beim Betze gemacht und über den Betze, habe dann den Aufstieg miterleben dürfen. Es war schon, ne? So, und das bindet ja emotional auch. Und man hat sich jetzt im Sommer in Bobenheim-Roxheim wieder getroffen, so, und das ist schon irgendwie alles geil und toll und es hat sich nochmal so angefühlt, so morgens gerade beim Frühstück, wie früher halt so ein bisschen, ja. Aber ob das jetzt die logischste Lösung ist, weiß ich nicht. Oder die realistischste Lösung ist, weiß ich nicht. Ja? Ging ja jetzt darum, was ich mir wünschen würde und ich würde klar pro Marco Kurz, ja. Okay. Aber ich denke dann eher so, ja, Lieberknecht würde ich mit Handkuss auch nehmen. So. Gar kein Ding. Hallo erstmal in die Runde. Hallo Steffen. Und wenn der Spieler vorschriftsmäßig erbrochen hat, läuft der noch etwas weiter. Ja, genau. Da steht dann der Co-Trainer neben dran, macht's Ekschen. Ich wäre für Co-Star. Ah. Uff. Echt? Für Ronjaic? Das ist aber krass, wie so die Vergangenheit, so die Leute, oder so die, weißt du, mit den Trainern, die man eben so hatte, und das waren ja durchaus ein paar, wie man die Zeit so positiv verknüpft hat. Aber ist es jetzt eine gute Lösung, wieder auf einen Altbekannten zurückzugreifen? Was denkt ihr? Wäre das was?
einen Trainer zu nehmen, den man schon mal hatte. Aber auf der anderen Seite, wenn die Zeit erfolgreich war, wie beispielsweise mit Marco Kurz oder auch Kostas Gonjanic, war ja kein schlechter Trainer. Macht man sich dann nicht, sollte ein, angenommen, die Entlassung wäre begründet mit einem einen für mich utopischen Aufstieg als Saisonziel. Angenommen, das wäre so. Jetzt holt man einen jetzt würde man einen Altbekannten wiederholen, schafft dieses Ziel nicht, macht er sich dann nicht seinen Namen bei uns kaputt? Und alles kaputt, was der damalige Trainer, jetzt vielleicht wieder neuer Trainer, dann sich damals aufgebaut hatte? Ich weiß nicht. Kaputt, einfach kaputt. Nein, da man sich ja immer zweimal im Leben trifft, holen wir Marco Antwerpen zurück. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Da bin ich mir sehr sicher, dass das nicht passieren wird. Costa kennt sich doch mit Relegationsspielen aus. Geht mal von der Leitung runter, Mensch. So, ja, genau. 144 PP. Echt? Haben wir keine Full HD? Die aktuelle Bitrate des Streams beträgt. Wieso ist denn die Bitrate so im Arsch? Wird aber ordentlich rausgeknallt. Ich kann es euch nicht sagen, woran das liegt. Macht YouTube wieder YouTube-Sache. Passiert manchmal. Antwerpen hat, glaube ich, immer noch Vertrag beim FCK. Der soll es machen. Warte mal, hat der noch Vertrag? Ja, klar, der hat man ja damals verlängert. Oder? Und durch die Klauseln wurde der ja automatisch dann wieder verlängert, ne? Irgendwie sowas. Oh, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Eieiei. Muss gerade jemand antworten? Einen Moment. Ach ja, boah, nee, der komische Gesicht ist wieder da. So, genau, ich wollte stopp blockieren. So weg ist er für immer. Ah, natürlich nur Spaß. Betze Brent hat es gemeldet. Was gemeldet? Ja, gut, das ist jetzt blöd, ne? Ich bin jetzt natürlich im Chat mit den Nachrichten etwas hinterher. Ja, sorry. Da muss man immer direkt entlassen, wenn es mal holprig wird. Anja, einen schönen guten Tag, Anja. Bin gespannt am Samstagabend. Ich habe es von Kicker erfahren. Liebe Grüße, Anna. Ich gehe jetzt einfach auch mal davon aus, dass es viel zu schnell getippt wurde und Samstag heißt Samstagabend und du heißt Anja. So, aber ich bin bei Anja. Das ist ja das, was ich eingangs meinte. So, ich hätte Riesenprobleme. Oder ich habe prinzipiell Riesenprobleme damit, wenn man immer, wenn es holprig wird, sofort den Trainer als erstes halt rausschmeißt. Ohne was anderes groß zu hinterfragen oder so. Ja, da gebe ich Anja recht. Breitenreiter oder Lieberknecht? Was ist denn jetzt los mit Breitenreiter? Woher kommt denn das jetzt, Connor? Ist Kalli noch verfügbar? Welcher Kalli? Hey, ich weiß schon, wen er meint, meine Güte. So, Palatinabub wirft mal ein paar Namen in den Raum. André Breitenreiter. Ach, hier kommt der Arm im Breitenreiter. Oh, Monitor wird gleich ausgeschaltet. Was ist denn jetzt los? So, Breitenreiter, Uwe Neuhaus, Mehmet Scholl. Wieso Mehmet Scholl? Wieso Mehmet Scholl? Warum? Wie kommst du da? In mir stirbt gerade was so. Ich merk's doch. Oh, Dankeschön für Daumen nach oben. Dankeschön. Wird sehr spannend, wer es wird. Hallo Andreas Blum. Eher Richtung Erfahrung oder Richtung aufstrebend? Ich hätte jetzt gesagt, eher so in die Richtung. Gute Frage. Richtung. Nee, es muss ja Richtung Erfahrung gehen. Es muss Richtung Erfahrung gehen, weil will man jetzt wirklich sagen, man hat Dirk Schuster entlassen
um einen aufstrebenden Trainer zu holen. So beispielsweise wie wie ach, E-Mail, ah, schon werden, jetzt muss ich echt. Das Lustige ist, ich habe gerade echt den Namen, den ich suchte, also Wimmer, in die Browserzeile eingegeben, weil ich beim Kicker nachgucken wollte, ob es jetzt wirklich Wimmer war. Alter. So, weil ich meine, was waren jetzt so die großen Stationen vom Herrn Wimmer? Jetzt nichts gegen den, ne? Trotzdem geht es ja jetzt darum, ob erfahren oder nicht. Und ich sage, Wimmer hat keine große Erfahrung. Der war Interimscoach beim VfB Stuttgart, so, und danach Wien. Und jetzt? Welche Station hatte Dirk Schuster? Also wenn man das jetzt mal so im Direktvergleich sieht, finde ich das schon, wenn man darauf Wert legt, irgendwie schwierig. Aber ich denke, das ist nachvollziehbar, oder? Achso, aber jetzt zurück zur Frage von Andy Blum, ne? Eher Richtung Erfahrung oder Richtung aufstrebend? Ich würde Erfahrung sagen. Aber jetzt auch kein, der nur Verwaltungsfußball macht oder so, ne? Weil einfach die Zeit schon. Es gibt ja auch Spiele, die Trainer wie Spieler im Übrigen auch, zwar guter Versprecher, über ihren Zenit sind. So. Und nicht mehr so richtig mitkommen. Das gibt's ja. Und das ist aber kein Makel, sondern einfach nur so Zeichen der Zeit. Jemand, der damals gut war, heißt ja nicht, dass er heute. Deswegen ja vorhin die Frage von mir. Angenommen, Marco Kurz. Ne? So, das wäre ja mein Traumkandidat. Aber auch nur, weil man die positive Zeit dort so miteinander miterlebt hat und so. Und dann stellt man aber fest, so shit, es läuft nicht. Und vielleicht reißt er dann überhaupt nichts. Und dann ist alles Positive, was man in der Vergangenheit hatte, alles kaputt. Vielleicht aber auch nicht. Aber Ex-Darmstadt Recycling. Oha, harte Worte. Laut Sky kommt Maaßen nicht. Wir brauchen einen Trainer, wo den FCK gut kennt. Wo Betze Herzblut hat. Michel, wer kennt denn der FCK gut? Wer könnte das deiner Meinung nach sein? Da bin ich mal drauf gespannt. Könnte mir auch Jens Hertel bei euch vorstellen. Rostock hat er ja mal gut unterstützt. Jens ist ein guter Trainer, machen wir uns nichts vor. Ich halte viel von Jens, aber er hat sich jetzt halt durch diese Braunschweiger Truppe da, jetzt steht Jens halt auch schon wieder irgendwie scheiße da. Und Jens ist nicht nur ein super Typ, sondern auch ein super guter Trainer. Der ist ambitioniert, der, wie soll ich denn sagen, nur reicht das so für zweite Liga mit Bestrebungen, vermeintlich Bestrebungen nach oben. So, das weiß ich nicht. Deswegen würde ich Jens Hertel eher so, na gut, nee, Uwe Koschinen hat, ist er jetzt, glaube ich, bei Osnabrück, ne? Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich Hertel bei denen gesehen hätte, so. Aber ich weiß nicht, ob Jens für die Truppe, die wir jetzt haben, der richtige Trainer wäre. Weiß ich nicht. Aber ich kann nur Positives über Jens Hertel sagen. Ja. Also, nein, prinzipiell würde für mich nichts gegen Jens Hertel sprechen. Wirklich nicht. Er ist ein sehr. Also, er bezeichnet sich ja schon selbst als strengen Trainer, so. Das heißt, er ist ehrgeizig, er will was reißen, nur ob er es schafft, diese Truppe da nochmal irgendwie zusammenzufalten und so. Ne? Ich meine, jetzt brauchst du irgendwie so ein Autoritätsschwein, möchte ich jetzt schon fast sagen, und ich weiß nicht. Na gut, Jens kann auch, ne? Also wenn der dich einmal schief anguckt, denkst du gleich so, oh Gott, dabei sagt er nur guten Tag. So, könnte ja auch schon durchaus was sein. Also,
Wettpropheten, hey, Jens Hertel könnte ich mal durchaus vorstellen. Und ich glaube, dass das Negative jetzt, was ihm so nachgetragen wird, wegen Braunschweig, der Station, dass das unnötig ist so. Also Scheiß auf Braunschweig. Also was Jens Hertel jetzt betrifft. Die Truppe wollte vorher nicht und will jetzt immer noch nicht. Von daher hat Jens Hertel dort keine Schuld, finde ich. Alles klar, Flo, bis dann. Was? Ach du lieber Gott. Ja, erstmal mein Beileid. Ach du lieber Gott, meine Güte. Wow, Patrick, der Kalle ist inzwischen über 80. Ja. Marc Matusek wäre der Top-Mann, aber unrealistisch, da unbezahlbar. Der hat ja aber auch Auskomme, der Kerl. Ohne Mist, ich kann euch was erzählen über Matusek. Mein lieber Mann, mein lieber, würde er mit der Ohre schlackere. Wie der mit dem Auto schon vorfährt, dem könnte ich beim Aussteigen gerade an der Kopf hauen. Das ist ein Rotzlöffel, ich sag's euch. Und das sage ich voller Inbrunst. Oh je, was habt ihr alles geschrieben? So. Also gehen wir mal weg vom Corner jetzt. Habt ihr schon mal erörtert, wieso das jetzt so schnell kam mit der Trennung? Naja, gemutmaßt. Wir wissen ja, dass nicht was stimmt und was nicht stimmt. Also, so what? Also man kann natürlich jetzt, doch natürlich haben wir eben schon mal kurz, oder war es noch Daily Coffee Dose? Coffee Dose, Entschuldigung. Die Sache ist, wenn du jetzt hingehst. Hat Benju gerade oral in den Chat geschrieben? Ist ein Mod anwesend? Oral? Ich gehe. Ich habe die Schnauze voll. Mach mir einen Scheiß allein. Spinnt, da schiebe ich mal lieber. Warte, steht sie. Ich glaube mal, Schwein pfeift, ey. Alter Vater. Thomas Oral. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Was ist das? Connor, 5 € Superchat. Vielen lieben Dank, Connor. Ist aber nett. Und Volker, 1,19 € sehe ich. Super Sticker. Ich weiß zwar nicht, was der aussagt, aber vielen lieben Dank für die Unterstützung. Das finde ich sehr nett. Dankeschön euch zwei. Top. Ach, jetzt rege ich mich immer noch über Oral auf. Ach, Benju, sei still. Ich pack's nicht. Ey, Oral, ey, ich weiß gar nicht, was ich lieber machen würde. Garagentor auf, die Hand runterlegen und dann auf den Öffner drücken. Beziehungsweise die Garage dann wieder schließen und die Hand einfach zerquetschen lassen. Das würde ich lieber machen, als Thomas Oral bei uns zu sehen. Wer denkt wirklich? Es geht wieder. Ich beruhige mich. Ich glaube, ich spinne. Noch ganz Banane oder was? Wo waren wir denn eigentlich? Achso, Steffen hat gefragt, ob man so. Also an 4 Spielen, 4 Niederlagen in Folge, würde ich das auf gar keinen Fall sagen, dass es daran liegt. Die Art und Weise vielleicht, das kann ein Indikator sein, gar keine Frage. Auf der anderen Seite, wenn du halt 4 Spiele in Folge mal richtig scheiße hast, hast du halt 4 Spiele in Folge richtig scheiße. Ist meiner Meinung nach auch nicht der Grund, sofort einen Trainer zu wechseln. Müsste es nicht. In meiner Welt nicht. Weil man geht gemeinsam durch dick und dünn. Ja? Wenn wir jetzt aber der Gerüchteküche uns wieder zuwenden und dann hörst du ja, Unstimmigkeiten, was Clement betrifft, ganz groß diskutiert die ganze Zeit, ne? So. Dann war er ja zeitlang nicht im Kader, dann saß er nur auf der Bank rum, dann war er wieder nicht im Kader, dann war er auf einmal gegen Nürnberg damals, ne, auswärts. Plötzlich derjenige, der uns mit einem Freistoß einen Punkt gesaved hat und so.
Hala, gut. Aber wenn angenommen, Gerüchteküche stimmt, dass beide nicht normal miteinander diskutiert haben, weil das finde ich legitim, dass sportlicher Leiter, beziehungsweise auch Geschäftsführer ist es ja in dem Fall, ne? Und Trainer, dass die diskutieren, das ist normal. Also in meiner Welt ist das normal, weil nur durch Diskussion kommt man ja auch weiter und so. Wäre ja irgendwie scheiße, wenn einer den Ton angibt und der andere sagt, na jawohl, 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 jawohl. Ist doch Blödsinn so. Das ist ja Miteinander, das ist ja gemeinschaftliches Arbeiten so. Wenn man was aufbauen will, dann gehören Diskussionen dazu. Nur ist ja die Rede davon, dass es wohl Streitereien gegeben hätte. Aber da sind wir wiederum am Punkt geschäftliche Beziehung und freundschaftliche Beziehung. Gehört meiner Meinung nach voneinander getrennt. Also könnte alles eine Rolle gespielt haben, so. Aber wir wissen das ja nicht. Hallo Daniel. Ich finde den Zeitpunkt recht merkwürdig. Ja, also gerade so jetzt, das hat man vorhin schon, ich weiß nicht, seit wann du da bist, Steffen, aber wir haben ja vorhin schon so gesprochen drüber, weil jemand geschrieben hat, dass Lieberknecht halt im Stadion war und der war natürlich vorher auch schon öfter mal im Stadion und so. Aber ja, irgendwie ist alles komisch so. Henke ist in der Versenkung geschwunden, wo er hingehört. Ich wollte gerade sagen, wir hatten Henke geschrieben. Soboz hat es geschrieben. Oh Gott, na ja gut. Soboz ist kein Kanalmitglied mehr. Also Soboz. Bloß der Soboz. Das ist Spaß. Im Übrigen, falls hier Menschen zusehen, die noch nicht Mitglied beim FCK sind, werdet doch einfach Mitglied bei mitgliedschaftzukunft.de. Gibt es ein PDF-Formular und da könnt ihr das ausfüllen und dort ist ein Knopf drin in diesem PDF-Formular und dann sendet ihr eure Anmeldung sofort beim FCK ein. Ist doch voll gut. Also noch nie war Mitglied werden so einfach, ey. Das krieg sogar ich hin. Würde ein neues Gesicht holen. Was heißt denn ein neues Gesicht, Manuel? Das Ziel ist 40 Punkte und nicht Abstieg. Aber wir hätten das definiert, das mit den 40 Punkten. Weil wenn du nach 40 Punkten gehst, dann finde ich, ist jetzt die Entlassung von Schuster aber auch wieder mehr mit Fragezeichen bestückt. Rektal und Balakow als Co. Oh. Gerd sagt auch eher ein neues Gesicht. Antwerpen und der Verein haben sich inzwischen geeinigt. Das ging ja vor Gericht. Ja, und? Ich glaube trotzdem nicht, dass Antwerpen jemals nochmal Trainer bei uns wird. Aus Gründen. Genau, direkt da. Gut für den Rasen, weil er immer drauf gekotzt hat im Interview. Naja, ich meine, Dünger ist Dünger. Nickelschuh LP. Wer ist jetzt Trainer am Samstag? Zimmer. Keine Ahnung, wer ist drin. Das werden wir, denke ich, um 14 Uhr erfahren, so wie es jetzt weitergeht. Heiko Herrlich wäre frei. Ja, wir mal kurz beim VfB und dann Wien. Sonst nichts. Eben. Und beim VfB war er nur Interimscoach. Also auch da ist es fraglich so, tauschst du einen erfahrenen Trainer wie Schuster gegen jemanden Aufstrebenden ein. Dann wäre noch der Labbadia frei. Ach, fangt das schon wieder an. Ein Trainer, der zur Mannschaft passt. Ja, der wäre. Ich lausche andächtig. Labbadia hat nirgendwo etwas aufgebaut. Oh, wäre ich jetzt vorsichtig. Wo war denn der zuletzt im Ausland? Aber komm, ich will jetzt nicht großartig über Labbadia sprechen, okay? So, das können wir im Betze-Spätzle vielleicht am Sonntag machen, aber jetzt nicht. Leider nur ein guter Feuerwehrmann. Ja. Jay Cohn! Hello zusammen! Ich finde es schade, dass man Schuster entlassen hat. Gab es vom Verein selbst schon ein Statement? Ja, einfach nur die Bekanntgabe, dass man sich getrennt hat. Sonst kam da noch nichts. Es muss ein erfahrener Trainer her. René. Ja. Kunz kennt den FCK gut. Zu gut. Dö, 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 dö.
Wollte mit Scholl halt mal einen raushauen. Ja, komm. War auf deine Reaktion entspannt und wurde nicht enttäuscht. Ach, Schwein. Erstmal Zuschauer beleidigen, die man nicht kennt. Das ist immer gut. Gibt ja noch andere verfügbare Trainer wie... So, alles klar. Palatinabuk kommt jetzt erstmal 2 Minuten auf die Strafbank. Kann ich das eigentlich ausruhen oder ist er jetzt einfach... Ach komm, nee, komm, scheiß drauf. Ich trau mich nicht. Im Leve kein Oral. Ein ehemaliger FCK-Spieler hat bei uns noch nie funktioniert, außer Rehagel über einen gewissen Zeitraum. Mhm. Oral, so ein Unsympath. Was? Bei Phasenmittel. Ich glaube, ich krieg gleich Durchfall. Was ist denn jetzt los? Chat wird schwarz. Was hat er dann gemacht? Chat kaputt gemacht. Reis wäre eine Option. Robert Klaus oder Weinziel? Oh, Weinziel, Alter. Ich spring dir ins Gesicht. Ich weiß, dass du in Nürnberg wohnst, ne? Ich komme vorbei. Am Bahnhof kenne ich mich aus. Zack, zack. Ach, ich habe gerade Sodbrenne im Ohr. Echt. Oral ist wie Team Walter. Nee. Nee. Ich würde Oral... in meinem persönlichen Sympathie-Ranking unter Tim Walter ansiedeln. Ich weiß, es hört sich unrealistisch an, aber nein. Nein. Nee. Nein. Nein. Nee. Nein. Aber Oral war damals mit Antwerpen im Gespräch, da hatten wir noch Glück. So, Connor. Verwarnung Nummer 1. Nehmen ernst jetzt Mirko Slomka, fände ich auch nicht schlecht. Slomka ist, glaube ich, aktuell auch. Ist er nicht schon im Ruhestand? Hm. Ist der Mirko nicht schon in Ruhestand? Das weiß ich jetzt gar nicht so. Ist er noch aktiv als Trainer? Also ist er vereinslos oder ist er im Ruhestand? Aber Slomka... Hm. Ach du lieber Gott, nee, ich glaube, nee. Interessantes Gedankenspiel wäre es natürlich, gar keine Frage. Der Marc kann gar nicht so viel essen, wie er kotzen will, wenn er den Namen Oral hört. Christian Matthäus schreibt, da geht noch was Schlimmeres als Vorschlag, Michael Hink. Wenn ihr neu seid hier auf dem Kanal und schreibt zum allerersten Mal was in den Chat, da seid auch nicht gleich so doof. Warum schreibt man so schlimme Sachen wie Michael Henke in den... Warum? Nein. Es reicht jetzt, ne? Ihr ärgert mich. Das finde ich nicht schön. Die Niederlage in Wiesbaden war nur Pech. Ah, nur Pech? Nur Pech? Ich weiß nicht. Das Wiesbaden-Spiel habe ich mal ja zur ersten Hälfte noch am TV angeguckt und danach saß ich... am Smartphone, weil wir auf der Autobahn unterwegs waren. Und hab's dann da verfolgen können. Ich weiß nicht, ob das nur Pech war. Weißt du, jetzt so, Michel, nicht böse gemeint so, ne? Alles fein und so, jeder hat so seine Wahrnehmung, alles gut. Aber ich finde, die Tore, wie sie gefallen sind, die... Boah, verkrampft, so verkrampft abwehrmäßig. Weißt du, so auf gut Krampf versucht, die Verteidigung zu stabilisieren. Und das geht so in die Hose. Es ist Wahnsinn und großartig, dass wir offensiv uns verbessern konnten. Und dann gehst du hin und verkackst die Defensive. Und wir haben ja AK-Defensive Mitte. So gibt es nicht derzeit zumindest. Funktioniert sie bei uns nicht. Wie kann das eigentlich, wenn man gebannt ist, kann man doch Kanalmitglied sein? Keine Ahnung, aber das probieren wir aus. Kein Problem. Bitte kein ehemaliger FCK-Spieler. Der einzige, der in Frage käme, wäre Lieberknecht und der ist nicht verfügbar. Hm. Wieso ist Lieberknecht nicht verfügbar? Achso, weil er Vertrag noch hat, natürlich. Gary Ehrmann soll Marre. Jawohl. Man kann doch als Verein nicht jeden Trainer, der mal ein paar Spiele verliert, entlassen. Der Meinung bin ich auch, schließe ich mich an. Niemand hat da die Möglichkeit, was aufzubauen. Ja. Das ist prinzipiell eine Aussage, ja.
Leute, macht euch besser keinen Kopf. Wird wohl jemand keiner denken würde. Wimmer meint er wahrscheinlich, glaube ich nicht. Fritz Fuchs, Interimscoach, Erfahrung und Stallgeruch. Ich krieg gerade Tinnitus im Auge. Zum Glück ist Schammers in Duisburg. Ach, Andi, Alter. Warum macht ihr das mit mir? Ich finde das nicht gut. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt, kostenfrei den Kanal. Macht immer Spaß. Außer mir. Ich denke auch, am Ende wird es ein Trainer, der keiner auf dem Zettel hat. Früher hätte ich ja noch Topmüller gesagt, aber leider zu alt. Ja, mittlerweile ist Topmüller echt alt. Nein, der wird's auch nicht. Heiko Vogel, Pelzer. Oral, absolute No-Go. Wenn ich den Namen jetzt noch einmal lesen muss, flipp ich, da sterbe ich innerlich. Da sterbe ich von außen, Quatsch, von innen nach außen. Habe ja geschrieben, dass ich es nicht ernst meine. Ist mir scheißegal, Manuel. Hast ja nur Angst bekommen, dass ich gesagt habe, du wohnst in Nürnberg. Ich hol dich, Kamerad. Ich hol dich. Ich zieh da die Ohren lang. Dankeschön für jeden Daumen nach oben. Ich habe ja den Marco Kurz gemocht, aber der will ja nicht mehr. Weiß nicht, Wolf Spitzpapa, ob der noch will. Slomka ist doch bei Sky, oder? Achso, du Mensch, der hat bei Sky Trainervertrag. So, was macht der Coach da dort, die am Mischpult? Schneller! Und dann die Hebel da hin und her. Naja. Keine Ahnung, ist der dort Experte oder was? Der ist gelegentlich dort mal zu sehen, ne? Wie ist das eigentlich, wenn man gebannt ist? Kann man doch noch Kanalmitglied sein? Keine Ahnung, aber man könnte das gern ausprobieren mit Propheten, hätte ich. Jetzt geht Ding mit. So. Bitcher, leider schon weg. Was wäre mit Urs Fischer? Das haben wir, glaube ich, am Anfang schon besprochen, ne, mit Urs Fischer. Ich schätze es so, da, so ein, dass das eher so eine Gehaltsfrage ist. Und dann ist es die Frage, machen die Investoren dann nochmal den Geldbeutel auf für Urs Fischer? Und wäre Urs Fischer so vom Typ her passend für die Mannschaft? Was denken ihr? Also nur, weil er halt jetzt bei seiner letzten Station gegen Ende nicht so erfolgreich war, heißt das automatisch nicht, dass er ein schlechter Coach ist. Auf der anderen Seite, nur weil er dort erfolgreich war. Wir kennen das ja beispielsweise zu Genüge so. Und Daumen hoch nicht vergessen. Ah, Dankeschön. Oh, Nickelschuh fängt schon wieder an, ne? Mit Oral. Ich flipp gleich aus. Rehagel. Otto, ich hol dich auch mit dem Moped ab am Bahnhof. Kein Problem. Das Forza? Nee. Meinung zu Miro Klose? No way. Nein. Wenn wir sagen, wir brauchen einen erfahrenen Trainer. Ja, und dann will man Klose holen? Nee. Interessant vom Name her vielleicht. Nee. Nee, glaube ich nicht. Mir gefällt die Richtung heute nicht. Zu viel Nonsens. Tja, das ist so die Frage, ne? Ja, als Fußballfachmann, du Clown. Ach so. Na gut, Matuschka ist doch da als Fußballfachmann. Bei Sky arbeiten die doch freiberuflich, weiß nicht. Felix, der Medizinball-Magat. Oh Gott, ich muss aufhören. Ja, das war vorhin schon, da habe ich mich genug drüber aufgeregt. Tom Dooley noch in die Runde. Ja, der Tom Dooley. Ist der nicht gerade da irgendwo? Oh, oh. Tom Dooley verknüpfe ich halt da so irgendwie sehr positiv im FCK. Das ist ein ähnliches Spiel wie mit Marco Kurz so. Ich weiß es nicht so. Die Leute machen sich dann halt, wenn intern die Erwartungen einfach höher sind als die, die öffentlich so bekannt sind, dann verbrennen sich diese verdienten Spieler oder auch verdienten Trainer die Namen.
Ich finde das schwierig. So, gleich 14 Uhr. Magath wäre für FCK früher mal gar nicht so schlecht gewesen. Ja, früher. Okay, da würde ich... Also... Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Magath am Platz 4 steht und die Leute trainiert? Urs Fischer würde was in der ersten Liga finden. Ja, das glaube ich auch. Finde Urs Fischer nicht gut. Oha. Er hat ja vom Spielsystem ähnlich wie Schuster agiert. Das scheint ja momentan nicht zu fruchten. Ah, du kannst doch aber nicht. Schau mal. Ja, ich weiß, was du prinzipiell damit sagen willst. Aber du kannst ja nicht sagen oder behaupten, dass ein Trainer, egal bei welchem Verein er gerade ist, immer dasselbe System spielen lässt. Das ist nicht wahr. Weil ein Trainer passt auch sein System auf das Material an, das er hat. Also Spieler. Geht mal bitte einfach vielleicht mal mit der Sichtweise hin. Ich finde, man macht sich zu einfach, wenn man einfach sagt, nee, der macht das System, der spielt immer das System. So, ich weiß, dass der Trainer sein System doch abhängig macht von dem Material, das er hat. Und wenn es ein Trainer ist, der auf sein System besteht, weil es theoretisch auf dem Laptop gut aussieht und partout einfach nicht greifen möchte, der geht dann irgendwann hin und trainiert der MSV Duisburg und reitet den weiter runter. Entschuldigung, ich bin, was das betrifft, echt sauer. Was Fischer hat gerade erst bei Union aufgehört, er wird erstmal seine Ruhe haben wollen. Och, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist kein Indikator dafür. Der Name ist egal, funktionieren muss er. Da gebe ich ihm Soports auf jeden Fall recht. Was Fischer erstmal lange. Oh, einen Moment. Na. Mein Hund. Hallo. Scheiße Medizinwelle. Hä? Ist egal, funktionieren muss. Ah, da, genau. Friedhelm Funkel wäre. Wow, Friedhelm Funkel. Wo waren die Funkel zuletzt? Aber ich glaube, er ist auch irgendwie jetzt so aus der Zeit gefallen. Der ist. Ich will jetzt nicht sagen zu alt, aber ich glaube, der ist halt zu alt. Ah, Friedhelm Funkel. Darüber muss ich noch nachdenken. War Duli nicht auf der Philippine? Ich bin der Meinung, dass ich sowas gehört habe, aber Franco Foda, duck und weg, alter Michel. Ich hau dich gleich. Seit Mai 22 ist er erneut Trainer der philippinischen Nationalmannschaft. Also gut, fällt weg. Jeff Strasser noch einmal? Nee, glaube ich nicht. Nee, ich finde, er hat gute Ansätze gehabt und so, aber sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Und der Abgang war halt sehr, sehr traurig und sehr, sehr bitter. Ich erinnere mich noch an das Spiel. Das war nicht schön. Ein Glück geht's ihm heute wieder besser, ne? Noch 10 Minuten. Ich weiß. Schweizer brauchen keine Ruhe. Sie sind die Ruhe. Das ist ein netter Diss. Der ist irgendwie süß, so, ja. Ja. Okay. Um ganz ehrlich zu sein, ich könnte mir folgende Trainer bei uns vorstellen. Herrlich, Lieberknecht, Breitenreiter und mit Abstrichen Funkel. Wie gesagt, beim Friedhelm ist es irgendwo. Ich glaube, der kann so eine Truppe saugut anpacken. Ohne Scheiß. Die Frage ist, wer macht denn dann den Co-Trainer? Wer wird denn dann den Co-Trainer? Nee, rein hypothetisch. Ich bereite hier schon mal alles vor.
Scheiß, Scheiß. Zack, zack. Dann machen wir den Shortcut auf. B. Was sind meine Kopfhörer? Alles klar, Nickelschuh, bis dann. Tschüss. Hoffen wir, man sieht sich und liest sich hier mal wieder. Ja, aber wie gesagt, über Funkel muss ich mich noch irgendwie, da habe ich mal ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drum gemacht, weil ich gestehe, er fiel mir nicht ein. Friedhelm Funkel ist inzwischen Rentner, okay. Ja, es sind ja aber schon mehrere wieder aufgetaucht, siehe Berlin, ne? Guck mal nach Berlin. Mr. Dardai. Dem sei halbe Familie jetzt einfach auf dem Fußballplatz steht. Ist ja kurios. The Boogie. Ja, der Alexander wäre auch gut, ne? So interimsmäßig. War Alex nicht sogar schon mal Interimscoach bei uns? War er nicht kurzzeitig mal Interimstrainer? Maßen nicht zur Verfügung. Okay, alles klar. Dankeschön für die Info. Und vielen lieben Dank für jeden Daumen nach oben, Mensch, klasse. Freut mich, wirklich. Stimmt, der Alex Bugera. Aber war Alex Bugera nicht sogar schon mal Interimstrainer? Ach, hey. Das mit Funkel habe ich vorher in den Raum geworfen, aber mit dem Hinweis, dass wir das verpasst haben. Ja, stimmt. Natürlich ist der fettig, der macht nichts mehr. Der Steini. Um Himmels Wille. Jeder mit dem Klavier und am Arm. Boogie als Co. wäre doch was. Ja. Ja. Ach Gott. Aber wer macht denn dann die U-Mannschaft? Boogie als Co. wäre doch was. Ja, genau, schönen Tag noch. Tschüss, Nickelju. 14 Monate nach dem Bundesliga-Klassenerhalt mit dem FC Köln bei seiner letzten Station als Nothelfer kann sich der 68-Jährige eine Rückkehr ins Geschäft vorstellen, sagt Funkel. Ach du Scheiße. Stellt er mal vor. Stellt euch das mal vor. Zum Schluss wird's Funkel. Ach du liebes Bisschen. Natürlich für mich Ikone und so, ne? Muss man aufpassen. Aber ich glaube halt, aufgrund des Alters ist das nicht einfach zu lang her. Gera wäre eine interne Lösung. Ja, so vorübergehend halt, ne? Aber 70, überlegt euch mal, der ist 70. Also fast 70. Nee. Funkel wird demnächst 70, sehr unwahrscheinlich, ja. Vor lauter Schreck und Trainerentlassung habe ich meinen Termin bei der Lungenärztin verschwitzt, alter Manuel. Ja, der hätte ich nicht dürfen heute nicht rausschmeißen, hätte ich gewartet bis morgen. Kann ich mir aber vorstellen, Headcoach Funkel und Co. Bugera. Das Schräge ist ja, und das ist jetzt aber so absurd, die ganze Zeit hier so rumgeflaxt und alles, ne? Das könnte ich mal zum Schluss wirklich, ich sehe es vom geistigen Auge schon. Ach, du liebes Bisschen. Naja. Einen Moment. Komm, gehen wir mal weiter. Am Ende wird es Hansi Flick. Sag mal, René, wenn du irgendwie trollen willst, ne, dann geh auf Facebook oder so. Geh dort in irgendeine komische FCK-Gruppe und schreib das mal dort drin. Mal gucken, was passiert. Aber ich glaube, die glauben dir das aufs Wort.
Erfahrung und frisches Blut mit neuen Ideen. Hätte ich auch gern, aber weißt du, Erfahrung und frisches Blut, das würde bedeuten Erfahrung. Wer hat denn jetzt eher Erfahrung so? Also wäre Funkel wirklich einer eurer Kandidaten jetzt, nachdem wir so viele Namen durchgemacht haben? Wäre das was oder wäre Marco Kurz nicht vielleicht eher so das bessere Ding? Ah, alleine aufgrund des Alters so, man soll ja darauf nicht schlussfolgern, aber... Ich finde es schon hart irgendwie. So, ich muss mich mal vorbereiten, sehe ich gerade. Schauen wir mal, ob es da irgendwo was gibt. Nein, aktuell ist nichts angelegt. Nee, ist noch nichts angelegt. Okay. Ich halte euch aber auf dem Laufenden. Hör mir bloß auf mit dem Flick. Ah, siehst du, 2017 bis 2019, erster FC Kaiserslautern, Co-Trainer Alexander Bugera. Mhm. Hör bloß auf mit dem Flick, kurz. Hansi Flick bei Lautern, dann würde ich noch eher bei sie dann nachfragen, so vom Preis her. Jo, ist der erschwinglich, ne? Das ist so absurd, dass es schon wieder sein kann. Mit Funkel meinst du? Ich glaube, Bugera macht das. Es wäre vorstellbar, ne? Aber Bugera als Head Coach, nicht bös gemeint so, ne? Aber ich glaube, dafür reicht es einfach noch nicht. Aber ab wann gibt man im Trainer... Also es geht ja jetzt darum, dass man ja anscheinend, das ist das, was wir jetzt schlussfolgern, einfach so ins Blaue hineinraten. Keine Fakten, nix. Angenommen, intern wäre die Marschrichtung nicht nur Klassenerhalt. So. Holst du dir dann Alexander Bugera als, um oben mitzuspielen, so. Du würdest ihm nichts Gutes tun. Ich hoffe nicht. Oh, Dani Lehmann ist seit 29 Monaten, jetzt wollte ich Jahren, Kanalmitglied sagen. Lieben Dank für die Unterstützung, Daniel. Vielen, vielen Dank. Und danke auch für das Foto mit dem Betze-Schwätze-Schal. Absolut, voll geil. Dankeschön. Ich glaube, Gera macht meine Schwagers Freund, wiederum dessen Cousin und Freund, hat gehört, Klopp kommt. Genau, weil er seine Eltern im Fliesenladen gesehen hat und außerdem haben sei also Klopps Kinder, deren Kinder wiederum schon im Kindergarten in Lautra angemeldet. Genauso läuft's. Unterscheidet man eigentlich nicht zwischen Trollen und Späßchenmacher? Versteht doch jeder. Komm hier auf. Ich geh in die Minuf. Für mich Funkel und Boogie. Ohne Scheiß, Benju, ohne Scheiß. Das ist. Boah, vielen lieben Dank für jeden Daumen nach oben. Dankeschön. Das ist echt. Und jedes kostenlose Abo im Übrigen, den Kanal zu abonnieren, kostet nichts und tut auch nicht weh. Ist voll gut. Marc, du kennst mich doch. Ich kann nur Ironie und Sarkasmus. Echt, wenn wir mal miteinander gesprochen haben, war es immer Ironie und Sarkasmus. Schwein. Die Leute von den Medien. Alles Schwein. Sehr schön. Natürlich habe ich gewusst, dass du das nicht ernst meinst. Das wäre schon, das allein schon die Vorstellung, weißt du, René, das wäre schon schlimm. So, Dele, was haben wir noch? Ja, Kurz oder eben Funkel, so vom Gefühl her. Also das, was wir jetzt nur hier hatten, egal wie unrealistisch so manches war oder ist, ganz ehrlich, so... Von den paar Dingen, die man als realistisch einordnen könnte, ja, würde ich auch sagen, Kurz oder Funkel. Wie dumm eigentlich, ne? Ich bin gespannt, ich bin saugespannt. Jung und frisches Blut gibt's noch, Tobias Schweinstein. Ach du lieber Herrgott. Der Wettpropheten, jetzt läuft er heiß. Schweinsteiger ist noch viel zu grün. Sorry. Nö, nicht sorry, das ist so. Also wenn man sagt, man braucht einen erfahrener Trainer, dann wird man Schweinsteiger holen, weiß ich nicht. Jogi Löw, geh doch rem. Der macht Werbung für Nivea. So.
Ich finde ja den Zorniger genial, aber die Vierter wissen ja das auch. Ja, deswegen haben sie ja erst verlängert. Ich glaube, der hat jetzt einen Vertrag bis 26, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ich glaube, die haben jetzt erst vor kurzem verlängert. Ich glaube, letzte Woche oder so. Oder diese Woche? Was vor ein paar Tagen? War es am Montag, Dienstag irgendwie? Ja, die Erinnerung kommt langsam. Ich glaube, Laufzeit jetzt bis 26 Zorniger in Fürth. Der ist ein sehr guter Trainer. Aber das ist Leitl im Übrigen auch, ne, von Hannover. Wollte ich nochmal so wegen Fürth und so. Leitl war ja vorher beim Kleeblatt. Naja. So, aber ich will damit ja sagen, dass so die immer so die Ambitionen dann letztlich ja auch was ausmachen, so, ne? So, ich aktualisiere mal hier die Seite, ob es da was gibt. Ne? Ich glaube, da wird ein Scheißdreck gestreamt. Achso, es wäre nicht live. Okay. Naja, Klopp hat auch spontan als Mainz-Trainer angefangen. Der Rest ist Geschichte. Die noch läuft. Das ist korrekt. Aber Klopp hat als Trainer spontan angefangen. Der war ja vorher schon jahrelang Spieler bei den 05ern in der Wellblech-Arena damals noch. Bugera als Übergang fände ich realistisch. Ja. So interimsmäßig könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ist ja gut, ich mach's. Alles klar, Patrick, komm, dann hau raus. Ab. Florian Reis hat eben getwittert, wo nur eine Presserunde und nicht live. Ja, schade. Schade. Zorniger hat gerade erst in Fürth verlängert. Siehste, habe ich doch gesagt. Und hat seinen Arzttermin nicht verpasst. Zorniger ist bei Fürth und macht gute Arbeit. Kannst du vergessen beim FCK aktuell. Jogi Löw. Wir müssen, sagen wir, wieder mit höchster Disziplin und Aggressivität in die Zweikämpfe, wie man das hier auf dem Bitze so kennt. Und dann muss der hier kommen. Erstmal gut Schnüff in die Runde. Alleine schon, beide kennen uns. Funkel bringt Erfahrung, Boogie die Frische. Zumindest sollte es ein Trainer sein, so wie damals Otto Rehagel, der etwas bewirkt. Naja, Atze, aber Otto Rehagel war ja nicht unumstritten. Ne? Ich erinnere an einen Disput damals mit Hans-Peter Briegel. Otto Rehagel war schon eh und je ein Trainer, also als Trainer wie als Spieler, aber als Spieler kann ich jetzt nicht großartig bewerten, weil ich ein jüngeres Baujahr bin. Nichtsdestotrotz, als Trainer galt er ja auch schon von Anfang an als harter Hund und als Mensch mit einem eigenen Kopf. Also ein bisschen engstirnig oder eigensinniger oder so. Na, so, ich bin raus und sage na, schönen Feierabend. Dana, mach's gut. Schön, dass du da warst und vielen lieben Dank für den Support. Ja. Ich habe ein Hundehaar. Wie lange war Murphy hier? Nicht lang. 4 Minuten, 5 Minuten. Der Hund, ey. Die Geschichte Klopp kann man aber nicht auf andere projizieren. Das stimmt. Peter Zimmermann schreibt Breitenreiter. Haben wir doch vorhin schon gehabt, Mensch. Aber wenn du neu dazugekommen bist, herzlich willkommen. Erstmal gut Schnüff in die Runde, ne? So, habe ich was verpasst mit Schuster? Nö, Markus, alles ganz normal. Alles wie immer. Wie wär's mit Mario? Ich wollte eigentlich, dass mal natürlich unseren Spaß haben bei dem Stream, aber
dass sowas kommt, so, ach komm, Michel, das ist nicht der Ernst. Das ist jetzt Quatsch, oder? Das ist Quatsch. Michel machte Spaß. Nachher wird es noch Thomas Reis. Ich denke, das ist von Seiten der Sponsoren. Nee, du meinst Investoren. Großer Unterschied. Ich bin kein Klugscheißer, Volker, soll nicht so rüberkommen, aber glaub mal, Sponsoren und Investoren, das ist ein gewaltiger Unterschied. So. Zu wenig Erfolg war dieses Jahr, wurde auch nochmal ordentlich finanziell nachgelegt. Ja, und wir haben auch das, was nachgelegt wurde, damit haben wir auch den Kader meiner Meinung nach den Kader gut verbessert. Wir sind ja jetzt in so einer Wandlung drin. Das hat doch der Patrick, glaube ich, vorhin geschrieben, ne? Wir sind ja gerade so in diesem Wandel drin. Guck mal, wir verabschieden uns jetzt nach und nach von den alten und lieb gewordenen Spieler, mit denen wir dann halt von der dritten in die zweite hochgegangen sind. Dass da nicht jeder mithalten kann, ist doch ganz normal, Mensch. Aber wir müssen ja den Kader Stück für Stück eine Qualität höher bringen. So, das ist doch ganz normal. Ach, komm. Und ich frage mich halt, was man... Deswegen springe ich doch jetzt so gedanklich umher, was ist jetzt wohl der Grund so? Und wenn das der Grund ist, den der Volker beispielsweise ja auch schreibt, das könnte ja durchaus eine Möglichkeit sein. Er sagt ja nicht, das ist so, das ist Fakt, sondern er sagt, vielleicht. Ja, das stimmt. So. Vielleicht war einfach für die Investoren zu wenig Erfolg zu sehen und vielleicht sind die Ambitionen einfach ein Stück weit höher als nur 40 Punkte, um die Klassenerhalt zu sichern. Vielleicht. Ich habe dir ja einen Floh ins Ohr gesetzt. Ach. Danke. Aber mich langsam fängt es an weh zu tun. Wie schön, dass nicht nur ich leide. Ist auch schön. Ciao, Dana. Tschüss, Dana. Ach Gott, wie sie alte Dana so lieben. Ach, da wird's mal schlicht. So viel Harmonie im Chat. Die Community mag sich. Das ist nicht gut. Nicht gut. Doch, sogar sehr gut. Hier darf jeder seine Meinung haben. Wenn man Meinung nicht verwechselt mit Belästigung oder mit Beleidigung. Respekt und mit Anstand miteinander diskutieren. Das ist hier sehr gerne gesehen, aber nicht irgendwie dumm werden oder so. Und dann ergibt sich sowas. Du sollst doch keine Hunde essen, Marc. Naja. Ich habe glücklicherweise... Oh, nee, das ist falsch. Gestern Abend oder was? Vorgestern Abend saß ich unten auf der Couch vor der Glotze. Nee, es muss vorgestern gewesen sein, weil gestern hatte ich Aufnahme mit dem Sebastian, Unzerstörbar-Podcast. Und da ist Murphy auf die Couch gesprungen und sich neben mich gesetzt, so 50-Kilo-Paket, und sich einfach auf mich drauf fallen lassen. In dem Moment hatte ich aber auch halt seine Schnauze im Mund. Das war total eklig. Das war ein Penner manchmal. Das macht er mit Absicht, ohne Scheiß. Mein Hund mobbt mich. Kommen wir jetzt aber nochmal zum Thema. Auf jeden Fall hat sich Heng jetzt richtig Arbeit bereitet. Ja, wenn nicht schon das Ganze ein bisschen im Voraus stattfindet. Weil ich kann mir halt nicht vorstellen, ohne dass intern irgendwie was Schlimmes vorgefallen ist, dass man jetzt einfach so den Trainer rausschmeißt und sich jetzt erst fragt, so, was mache ich denn jetzt? Das heißt, es muss ja irgendein Plan B geben. Hoffe ich zumindest. So, weil wenn das wirklich so eine Kurzschlussentscheidung war, dann ist das schon echt scheiße. Aber das möchte ich hier niemandem unterstellen. FCK-Trainer setzt sich seit circa 20 Jahren nimmer auf einen. Ich fange nochmal an zu lesen, okay? FCK-Trainer setzt sich seit circa 20 Jahren immer auf einem Schleudersitz.
Achso, du meinst, bei uns in Lautern ist der Trainersitz automatisch auch ein Schleudersitz. Ja, gut, bei dem. Aber war Dirk Schuster? Guck mal, Dirk Schuster? Ja, doch. Doch, gebe ich da recht. Zuerst den Mann, dessen Namen man nicht sagen darf, und jetzt Mario B. Okay, jetzt reicht mal gleich echt. Spaß, jo. Das war Spaß, jo. Das muss man ein bisschen betonen, ne, beim Vorlesen. Ganz harter Tag für dich, Marc. Aber hallo, und jetzt lese ich noch vom Gertsche Stefan Effenberg. Lieber Betzenberg statt Effenberg, das hat selbst der Norbertin es gesagt, Mensch. Gab es damals sogar T-Shirts. Und ich bin der Meinung, dass ich sogar noch so ein T-Shirt habe. Wenn es mal nicht stibitzt wurde damals. Jürgen Röber, der glaube gerade auch nichts zu tun. Jürgen Röber? Who the fuck is this guy? Jürgen Röber. Jürgen Röber. Oh nee, das kann. Nee, das ist nicht der Jürgen Röber. Nee. Huch, was war denn das jetzt los? Ah, vom Sehen her kenne ich den. Oh. Hä, aber mit dem haben wir doch gar nichts am Hut. Da habe ich noch nicht mal irgendwie in der Gerüchteküche, noch nicht mal in der noch so heißen Gerüchteküche oder noch so lauwarmen Gerüchteküche was gehört. Nee, das glaube ich nicht. Nee, 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 nee. Bitte nicht, Effe. Nee, ich glaube, so blöd ist hoffentlich keiner. Stehe gerade beim Einkaufen im Parkplatz, Stream gelesen mit Schuster. Eieieiei. Effe, nee. Nur Spaß. Naja, dein Glück. Aber es sind ja ganz schön viele Namen genannt. Da sind etliche arbeitssuchend. Pff. Lass es doch suchen. So. Patrick Klöckner, wenn er nicht vom Waldhof käme. Spielt es eine große Rolle? Ernsthaft die Frage. Schnatterer wäre lieber damals zu uns gekommen, statt zum Waldhof zu gehen. Denke ich mir. Aber Klöckner? Könnt ihr euch das vorstellen? Patrick Klöckner in der zweiten Liga so? Mit Ambitionen, eventuell Ambitionen rauf? Wäre das echt für euch eine Option? Jetzt muss ich darüber echt nachdenken. So. Guck mal, Patrick Klöckner. Oh. Das ist er nett. Ich denke eben, wer ist denn der Konfirmant da? Thomas heißt doch der, ne, Patrick. Oder? Doch, Patrick? Ah, da ist er doch. Ich weiß nicht, was würde denn gegen ihn so sprechen? Jetzt lass mal echt irgendwie Lu Ost. Lass mal einfach raus. Guck mal, der ist 47, hat die UEFA Pro-Lizenz, natürlich, klar. Aktuell vereinslos. War zuletzt bei Hansa. Die merkwürdige Statement, by the way, rausgegeben haben. So. Vorher war er beispielsweise Co-Trainer, bevor er zu Chemnitz, und nach Chemnitz ist er ja dann nach Lu Ost. Viktoria Köln war er Co-Trainer und dann war er Cheftrainer. Thank you.
War auch sogar mal für die U19 der Eintracht in Frankfurt Videoanalyst. Beim FC St. Pauli war er Co-Trainer. Eine Saison. Okay, gut. Wo ist mein Chat? Da ist er. Funkel und Boogie. Ja gut, haben wir ja schon gequatscht. Ah, Quatsch. Irgendwas haben die schon safe in der Hand, sonst wäre Dirk Schuster nicht weg. Samstag wird jemand da sein. Ja, das denke ich auch. Irgendjemand muss ja das Stadion aufschließen. Selbst Antonio Conte ist frei. Wer weiß, vielleicht hat er ja mal Bock auf weniger Gehalt. Ja, klar. So, oh, weißt du was? Mein Bankinstitut ruft dauernd an, jeden Abend. Ich muss immer jeden Abend mit dem Schubkarren Geld abholen. Sonst kriegen sie den Tresor nicht zu. Wenn sie den Tresor nicht zukriegen, können sie nicht Feierabend machen. Und ich bin dafür verantwortlich. Nee, ich brauche jetzt mal weniger Gehalt. Genau so wird's laufen. Jürgen Röber kennt man vor allem als Hertha-Trainer. Da war er zeitweise richtig gut. Der ist aber auch schon zu alt. Ich habe es gesehen, irgendwie so 52, 53er Baujahr, irgendwie sowas. Ne? Für mich ist Lautern Geschichte. Was ist mit dir los, Master? Im Leben nicht. Durch Lautern, durch dick und dünn und bis in den Tod, wenn es sein muss. Was ist denn das für ein dummes Geschnabbel? Okay, das andere, was du geschrieben hast, das ist nachvollziehbar. Ich gehe nicht mehr auf. Das sage ich irgendwie gefühlt bei jeder zweiten Meldung oder so. Ich gehe nicht mehr auf. Stinkt's. So, ich gehe in die Minuf. Ich sehe gerade im Bild vom Stream, wie ich so total paralysiert den Bildschirm angeguckt habe. Vor allen Dingen wieder so. Sehr wichtig. Man darf den Hals absolut nicht sehen. Gary Ehrmann soll es machen, fertig. Glückner finde ich gar nicht mal so schlecht. Ah, ich weiß nicht. Glückner hat sich nicht bewährt in der zweiten Liga, siehe Rostock. Beispielsweise Rostock, ne? Habe ich vorhin halt gelesen, so. Aber auf der anderen Seite, guck mal, wer ja in Rostock schon alles Trainer war. Ich weiß nicht, ob das Gradmesser ist. Sandro Schwarz? Nein. Nein, einfach nein. Nein. Lursch, dann gehe ich nicht mehr auf. Glückner hat in der zweiten Liga bei Rostock gar nichts gerissen. Den würde ich nicht mal bei uns sehen wollen. Ich weiß nicht, also ich halte Glückner auch für ein guter Trainer. Ich finde Glückner auch nicht verkehrt. Nur ob ich den jetzt bei uns sehe, das weiß ich nicht. Also wenn ich an Glückner denke, dann habe ich halt eher so Lursch vor Augen. Heißt aber jetzt nichts. Ja. Schwarz ist 45. Na und? Wurde schon der Hasenhüttel erwähnt? Oh, Banjo, es reicht. Bruno Labbadia, Banjo, dachte ich schon, ging davon aus, dass er keinen Bock auf die zweite Liga hat, oder? Urs Fischer, der ist vertragslos. Uwe Koschina ist in Osnabrück Master. Egal welcher Trainer, wer kommt, keiner wird die Mannschaft trainieren können. Typisch Traditionsverein, halt dennoch Respekt vom HSV. Was? Was? Was ist los? Also Klöckner woanders ein guter Trainer sein. Das gibt's ja nicht. Was geht denn ab? Naja, komm. Können wir jetzt irgendwie nach 2 Stunden Stream ein Fazit ziehen? So? Was glaubt ihr, in welche Richtung geht's jetzt so?
Also ich finde die, also je länger ich drüber nachdenke und dieses Bild manifestiert sich langsam im Kopf. Stellt euch vor, aus der Versenkung taucht plötzlich Friedhelm Funkel bei uns wieder als Chefcoach auf und Alexander Bugera Co-Trainer. Aber ist das nicht zu gewagt? Ich kann es euch nicht sagen. Aber die, wie wir da drauf gekommen sind und die Reise dahin, finde ich sehr interessant. War eine coole Dynamik im Chat. Aber ist halt krass, dass keiner irgendwie so ein siehst du, gerade eben wollte ich, ohne Scheiß, gerade eben wollte ich, bevor die Nachricht da aufgeploppt ist, sagen, es kam jetzt aber irgendwie auch so kein Name, der irgendwie total überraschend wäre, oder? Aber mit Farnhorst, Tamorion, muss ich da sagen, so, ja, hast du hinten noch geschrieben, wohl zu unerfahren. Nochmal. Wenn man jetzt einfach mal mit der Gerüchteküche aufräumt und würde behaupten, so Schuster wurde entlassen, nicht aufgrund von Streit, sondern weil die Ambitionen einfach höher sind als nur der Klassenerhalt, sprich Aufstieg beispielsweise, dann könnte man ja sagen, okay, dafür sind die Ergebnisse halt einfach schlecht und die Entwicklung auf dem Platz der letzten 4 Spiele, ich finde es immer noch zu knapp. Aber was soll's, das ist nur meiner Ansicht nach. Dann kannst du nicht hingehen und kannst ein junges Gesicht holen. Wenn du mehr willst, dann musst du Erfahrungen reinholen. Und der Mix, und so sind wir ja drauf gekommen, der Mix aus Erfahrung und frisches Blut, neue Gedanken und so weiter, also junges Blut, da kommst du, oder da sind wir ja so, sind wir auf Funkel und Bugera gekommen, ne? Vorstellbar wär's, ich glaube nicht, dass es so kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du Dirk Schuster rauswirfst und hast keinen Plan B. Oder vielleicht genau ist das der Plan B und wenn es so ist, ist dieser YouTube-Kanal der geilste Kanal ever. Und wenn es nicht so ist, auch. Ah, scheiß die Wandern, ey. Was ist das eine, naja, gut, eine Katastrophe nicht, aber es ist schon eine Überraschung gewesen heute, finde ich. Ich hätte ohne Scheiß noch gegen Magdeburg abgewartet. Magdeburg ist konterstark. Ihm seine Idee war es. So, tschüss, Benju. Mach's gut. Tick, tick. Ist ja gut. Oh Gott, jetzt fängt an die Simo an mit Fronzek. Ich kotze gleich im Strahl. Was ist denn. Was ist denn jetzt das? Ach so, ja. Alles klar. Selber Zwiebelche. Also, wenn jemand neu dabei ist und nicht weiß, was die Zwiebel als Emoji hier bedeutet, das war am Anfang, habe ich mich immer lustig gemacht über so Influencer, die ganze Zeit irgendwie so diesen hier machen und ich kann das nicht, das soll ja ein Herz sein, ne? Und bei mir sieht es irgendwie aus wie Zwiebel, keine Ahnung, und da hat sich das irgendwie so, ach, ist doch egal, leck mich noch am Eimer, ey, ich gehe in die Minuf, mir reicht's, so, Vorstand raus, alle raus, außer Zippel können sie alle gehen, fertig. Ich hab. Einen Moment. Moment. Ein erfahrener Trainer wird kommen. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Nein, nix. Jeder Trainer hat seine Zeit und Funkels Zeit war. Was? War und die war erfolgreich. Ja, Antisimo. Tippst du mit Marsch auf der Tastatur oder was? Alex Bugera wird am Samstag auf der Bank sitzen und der Trainer wird einer, den niemand auf dem Zettel hat. Das wäre, ja, denkbar. Ne? Hängen wird kein Risiko eingehen in dieser Situation. Das glaube ich auch nicht. Die machen das auch. Ja, werden wir sehen. Vielleicht macht das Hängen am Ende selber. Hoffentlich nicht.
Wem seine Idee war es? Achso, ja, was macht Fronzek? Duck und weg. Das war schon. Fronzek wurde tatsächlich einen Tick zu schlecht bewertet bei uns. Seine Rückrunde war zumindest besser als die Hinrunde mit Norbert Meyer. Klammer furchtbar. Und Strasser. Strasser hat das Herz am rechten Fleck. Wie im Übrigen Norbert Meyer auch. Gibt es im Übrigen ein Interview oder ein Gespräch, habe ich geführt im Format Rabona. Falls es jemandem hier was sagt, einfach mal auf dem Kanal gucken. Folge 6 ist mit Norbert Meyer. Und dann sprachen wir eben auch unter anderem über seine Zeit in Kaiserslautern. Ich fand es sehr interessant und aufschlussreich. Man muss nämlich gucken, welche Zeit war das eigentlich, ne? Also Norbert Meyer. Und ich habe zu ihm was gesagt, was sich, denke ich, auch nicht jeder getraut hätte. Er hat mich auch mal kurz verwundert angeguckt, aber ist zu empfehlen. Zieht es euch mal rein, würde mich sehr freuen. Ja, und Strasser, ja, Strasser. Ich sag ja, Herz am rechten Fleck, aber so das, was zur damaligen Zeit los war mit uns, weiß ich nicht, ob man den Trainern da irgendwie, den Trainer, Plural von Trainer ist nicht Trainern, Trainer, da nicht irgendwie alle Unrecht tut, so. Also, na. Was der Klick-Kenner muss. Was keiner von uns muss ein neuer Trainer suchen. Ja, so ist es. Moin Mori. Ey, Andi, du alter Verbrecher. Timo Wenzel hat den FC Homburg trainiert und Punkte schnell 1,7. Naja, ich weiß nicht, Strasser wirklich plant. Wahrscheinlich halt Erfahrung. Strasser, Entschuldigung. Ja. Hängen, meinst du? Gut, aber komm, ist jetzt egal, es ist so, wie es ist, das werden wir jetzt hier nicht lösen. Ich würde sagen, also wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Abonniert den Kanal, kostet nichts. Und wenn sich da was tut, wenn Interesse besteht, das können wir jetzt noch kurz vorher beschließen, können wir ja nochmal so ein kurzer Laberstream machen, würde mich sehr freuen. Was denkt ihr, soll man sowas machen, wenn es was Neues gibt? Nehmen erst dazu schon. Xaver, hallo. Ja, was ist denn mit Urs Fischer? Nicht so lange her, wo er zweite Liga trainiert hat. Haben wir schon drüber gesprochen. Spulen am besten zurück. Nett bös gemeint. Es waren wirklich interessante Ideen dabei heute. Jo. Muss mal gucken, bei was wir resultiert sind. So, also war heiß und interessant. Ja. Ajo, machen wir. Komm, mach mal ganz kurze Feedback-Runde. Eins, wenn wir es wiederholen sollen. Und zwei, wenn... Oder, dann sage ich Funkel. Dann mal Hallo. Ei, ich rufe nur schnell an. Und sage ihm Bescheid, dann muss er sich kein Taxi holen, ja? Der Banjo holt dich am Bahnhof ab. Der Banjo holt dich am Bahnhof ab. Bringst du Otto mit? Das, ja, wenn sich heute noch was tun sollte, nochmal quatschen. Ja, egal wann. Heute, morgen, übermorgen. Während dem Spiel. Okay, nee, während dem Spiel natürlich nicht. Das war jetzt Quatsch zu. 1, 1, 1, 1, 1. Mit wehenden Fahnen und Trompeten hole ich ihn ab. Ich tu. Vorsicht mit solchen Aussagen. Der hockt schneller bei dir auf der Rückbank, wie du gucken kannst, ja? Naja, gut. Wenn nicht jeder irgendwie was reinschreiben will, dann soll es so sein. Stehen eins im Chat, ich sehe keine zwei, von daher alles klar, haben wir das geklärt. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch jetzt noch vorläufig einen schönen Donnerstag, falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Und bis dann, Dankeschön, ja? Ja, Connor ist ja gut. Tschüss, macht's gut. Und wer mag, morgen, spätestens morgen, 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr, Daily Coffee Dose auf diesem Kanal. Bis dann, tschüss, Benjo und so. Danke für den Support. Ciao.